Já za tyhle porci si pon... Pon blechama, já? Já. Pon blechama a to se lidi pritělasen. Und ich weiß nicht wieso, am nächsten Tag in der Früh, es ist ein Transport gekommen aus Gleiwitz 3. Und in diesem Transport von Gleiwitz 3 war der Ingenieur Franz Weiß, der mein engster Mitarbeiter in der Untergrund in Theresienstadt gewesen ist, als auch mein Sekretär vom Huczioni, der Ingenieur Frost. Wie Sie mich gesehen haben, brauche ich zu sagen, was für Freude das war. Sie haben alles daran gesetzt, um mich gesund zu pflegen, haben verschafft von allen möglichen Seiten, es waren ziemlich cool, die Leute von Auschwitz, von Gleiwitz 3, waren in einer viel besseren Kondition als unsere Leute von Auschwitz 1. Sie haben am Flugplatz gearbeitet in Gleiwitz und haben von den Fliegern und von dem Fliegerpersonal ständig, weil es eine ziemlich schwere Arbeit war, Zusatzrationen bekommen, so dass sie in einem viel besseren Zustand gewesen sind. Übrigens hat der Ingenieur Weiß dort gearbeitet, auch als Elektroniker. Ja. War besonders interessant. Also, und nach circa, wir sind circa 8 Tage, 9 Tage, 10 Tage in Blechhammer gewesen, inzwischen sind die Russen gekommen, ja, haben Blechhammer befreit. Nach 2 Tagen, nachdem die Russen vorbeigegangen sind, haben wir uns auf den Weg gemacht, zu Fuß, nach Katowice. Ja. Und um mich nach Katowice zu bringen, haben sie organisiert einen Kinderwagen, so einen Sitzwagen. Ja. Ja? 2 sogar haben wir gehabt. Einen, wo wir unsere Koffer und alle möglichen Sachen draufgegeben haben, die der eine geschleppt hat. Wir sind 4 gegangen damals. Und den zweiten haben sie fast den größten Teil des Weges, weil ich noch immer nicht transportfähig war, mich auf den Kinderwagen geführt, so, gegen Katowice. In Katowice sind wir in den Repatriation-Boot gekommen, zu den Russen. Ja. Die Russen haben uns übernommen, haben uns zu essen gegeben, wir haben Karten bekommen. Kurz und gut, wir sind in Katowice, sind wir bereits safe gewesen. Und in Katowice haben die Russen erfahren, dass ich Ingenieur bin, Bauingenieur. Ja. Auf einmal sind 2 russische Offiziere zu mir gekommen, ja, und haben mir gesagt, du bist das und das, ja, ja. Bitte komme zu uns, wir brauchen dringend, bitte, wir haben gefragt, ich habe ihm gesagt, dass ich tschechischer Offizier bin, als Major wirst du übernommen und gehst mit uns, wenn du zu uns eintrittst. Ja. Die Jungen, ich hab das nicht annehmen wollen, ich habe gesagt, ich bin nicht, ich schaue, was für Verfassung bin. Du gehst erst in ein Spital, du wirst gesund gepflegt und wir brauchen alle möglichen, als Major wollten sie mich, die Russen, haben. Und ich habe mir überlegt, Zeit gehabt, und um da hier wegzukommen von diesen russischen Leuten, sind wir von Katowice weggegangen. Ja. Alle 4 wieder. Alle 4. Alle 4? Ja, aber mir hat man gesagt, Moment! Nach Moskau gefahren, ja, gut. Und bis wir, ich weiß nicht, Sostowice war der nächste Punkt. Ja? Sostowice, und da haben wir wieder 2-3 Tage gelegen, bis wir nach Krakau gekommen. In Krakau war bereits ein Joint, der gearbeitet hat. Und der Leiter des Joint in Krakau, ich habe einen Doktornamen erinnern, wie er wieder gehört hat, dass ich Ingenieur bin, ja, ist zu mir gekommen, sie müssen einrichten dort ein Auffanglager für die kommenden dieses, in dem Altersheim und in dem und so weiter. Und ich soll wiederum die Arbeit leiten, ja, damit die Auffanglager in Ordnung gebracht werden. Ja. Und so habe ich mit dem Joint gearbeitet durch circa 10 Tage in Krakau. Des schönen Tages, wie ich auf der Straße gehe, sehe ich auf einmal einen, wie ich erst geglaubt habe, russischen Soldaten. Ja. Und wie er näher kommt, sehe ich auf seiner Pelzkappe den tschechischen Löwen. Wo war das? In Krakau. In Krakau. Schau mir ihn näher an und auf einmal fällt er mir um den Hals
drucre, tisești, sag ja, var ist der Maccabi, der Maccabi-Mitglied Gutmann, Oberleutnant Gutmann der Armee aus Ostrau. Wie ist er gekommen in die? Er ist nach Krakau gekommen mit Autos Fasten zum russischen Depot für die Armee, wo die tschechische Armee, die damals gestanden ist in der Gegend von Poprad. Ja? Wie ist er gekommen in die Armee? Er war schon in Buzulka, er ist von Russland gekommen. Ja, aber über Nisko oder wie ist er? Aus Ostrau, nicht wahr? Aus Ostrau gekommen? Ja. Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, er war im S bis Buzulka gekommen. Wie heißt er? Gutmann. Noch mit Vornamen? Weiß. Lebt er nicht? Er muss leben. Ja. Denn er war auch erst mit aus Ostrau. Ja. Ostrau, ja. Gutmann aus Ostrau. Was für eine Charge hat er? Oberleutnant. Ja, also. Und er sagte, du musst mit uns gehen in die Armee. Ja. Es sind dort lauter Freunde von uns, es sind dort viele Bekannte. Aber ich habe heute bereits vollgeladen, ich habe keinen Platz. Ich komme nächste Woche noch einmal wiederum hierher. Er hat eine Kolonne geführt. Ja. Wiederum fassen. Dann werde ich die Sache so einteilen, dass für dich und für alle vier, die ihr da seid, Platz ist und ihr geht alle mit mir in die Armee. Und so sind wir alle vier. Das war Ingenieur Weiß aus Prag, der Ingenieur Frost aus Prag und der Ingenieur Engelsmann aus Brünn, alle ehemalige Offiziere der tschechoslowakischen Armee, ja, sind eingetreten in Poprad in die Armee. Haben bekommen ihre Ränge? Haben alle ihren Rang bekommen, ja, weil wir einer für den anderen garantiert haben. Aber sie haben mich, ja, wiederum interessant, ich werde vorgeführt dorten dem Dr. Winter aus Berg-Ostrau, dem Stabsarzt, ja. Dr. Winter aus Berg-Ostrau, der mich selbstverständlich sofort wiederum als Maccabi erkannt hat, weil lauter Maccabi-Leute dort, ja, und sagt mir: Eigentlich sollte ich dich in dem Zustand hinnehmen, du bist in die Armee, nicht aufnehmen. Aber den Drucker muss man aufnehmen. Ich schicke dich aber auf 14 Tage nach Matliari. Ja. Mit dem Auftrag, eine Mastkur mit dir zu machen. Ja. Ja? Siehst du, Matliari war, ja? Ja, ja, ja. So bin ich, das war Ende Februar, auf 14 Tage nach Matliari gegangen. Hab dort, ich weiß nicht, in den 14 Tagen 3 oder 4 Kilo zugenommen, bin zurückgekommen nach Poprad und bin dann zugeteilt worden als Autooffizier, Oberleutnant, zum Stab des ersten Korps. Und habe dann gemacht, vor allem, ich habe dort verschiedene Arbeiten gemacht, war aber Kurier zwischen der Armee und zwischen unserer Regierung, die damals schon gewesen ist, in Kurier. Lauter Kurier, ja? Kurier. Welche Leute haben Sie dort kennengelernt? Jüdische? Da waren lauter Juden. Ja, na gut. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich nur an die Militärka, also mit dem Gutmann, mit dem. Ich erinnere mich an Major Fischl, der Tankmajor, ja, ja. Fischl und wer ist doch da? An die Goyen brauche ich mich nicht sagen. Sie haben doch dort gedient, auch mit Ihren Kollegen. Und die Kollegen, wo haben die gedient? Die Kollegen haben gedient bei der Artillerie gewesen. Der Vorname wissen Sie? Franz Weiß. War der Artillerie. In dort, was für ein Rang? Der hat nur gehabt Feuerwerker. Ja, Weiß, Feuerwerker. Und wir. Und der zweite war Willi Frost, aus Prag. Woher? Auch aus Prag. Wo war der zugeteilt?
Der kann ich nicht mehr. Der dritte war Ingenieur Engelsmann, der war auch bei Auto. Ingenieur. Leutnant. Engelsmann nach Von Allen. Brno. Von Allen. Erwin. Erwin, Brno. Brno. Leutnant, ja. Leutnant. Der war bei Auto. Auto. Bei Kolonne war er gewesen. Leutnant und der vierte? Bin ich. Ja. Ich habe dann gefragt, wie viele Juden sind denn, wir einmal in unserem Standesamt habe ich gefragt, wie viele Juden sind aus dem Konzentrationslager überhaupt in die Armee eingetreten, ja. Hat man mir gesagt, aus effektiv Dienst haben geleistet 7 Juden, die aus dem Konzentrationslager gekommen sind. Ja. Bitte, das hat mir der Standesoffizier gesagt. Ob stimmt, kann ich nicht kontrollieren. So, also gut, jetzt wurde abgerichtet, war eine große Feier in Prag. Ja, und ich habe gedient bis ich war dann, ich bin dann noch gewesen bis Ende 1945 ja. Beim Militär ja. Und wurde ernannt zum Stichi Dostojnik Ministerstwo Zielenowitz. Ja, ich werde gleich die Ernennungsurkunde geben, wenn Sie es interessiert. Ich kann alles Gott sei Dank belegen. Dann werden wir die Belege werden wir dann separat machen, ja? Ja. Die Belege. Das also wie war bis zur Demobilisation war Ihre? War ich bis zur Demobilisation war ich Stichi Dostojnik. Ja. Bei Stichi Dostojnik Velitelství Týlu první Československé armáde. U Ministerstvu železnic ja. V Praze. Wo haben Sie Ihre Frau dann gefunden? Ja, das ist. Die habe ich früher gefunden. Ja. Das ist ein Roman. Ja. Soll ich erzählen hier? Nein. Das ist ein Roman. Ja. Privat. Jetzt, ich habe sofort wiederum angefangen, wieder meine zionistische Tätigkeit. Ja. Zu Berlin. Können Sie es einschalten? Ja, ich habe schon meine Tätigkeit, ja. Und zwar haben wir, soweit habe ich, vor allem die Maccabi, soweit sie da waren, reorganisiert. Wie viele waren da noch? Wir waren in Brünn noch circa 30. Ja, von den? Aber von den ganzen 1000. Ja. In Prag waren einige, in Prag hatte die Organisation übernommen, der Diamant. Ja. Von dem ich Ihnen schon gesagt habe, der zurückgekommen ist auch. Und Diamant ist nebenbei in Theresienstadt geblieben, weil er in den Werkstätten, einer der Leiter der für Militär arbeitenden Werkstätten in Theresienstadt ja. Gewesen ist, die bis zum Schluss dort gearbeitet haben. Und wir haben aufgenommen, sofort die Verbindung wiederum, mit Bratislava, mit dem und zu Weihnachten 1945 ist der erste SRAS, wie man sagt, das erste Treffen der Maccabi-Funktionäre von der Tschechoslowakei und von der Slowakei ja. In Trenčanské Teplice gewesen. Ja? Und dort wurde beschlossen, wiederum den Tschechoslowenski Maccabi neu zu beleben, anzumelden bei der Regierung und ich wurde bestimmt als Präsident Svazuches Maccabi. Wie viele waren die Teilnehmer da? Wir waren in Trenčín ca. 40 Leute. Ja. Aus allen möglichen Orten. Ja. Von Ostrau, von Prag, ja. von Brünn, von Olmitz etc. Wie heißt das in Slowenien? Nicht in Bratislava, nein, in Bratislava. Es waren bis von Uschorod waren Leute gewesen. Ja. Überall, wo wir Leute gefunden haben, waren ja. Und die waren überall, haben sie, jeder Einzelne war ein Funktionär gewesen und dann war diese Tagung gewesen, wo wir das beschlossen ja. Haben. Und so wir haben wiederum, allerdings, wir haben keinen richtigen Sport betrieben, sondern wir haben die ganze Sache vorläufig, alle Leute, keiner wollte Sport betreiben, mehr auf gesellschaftlicher Basis, freundschaftlich, auf alte Freunde ja. Aufgebaut und haben ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut, haben jedes Jahr zweimal unsere Treffen gemacht und so weiter. Außerdem wurde ich der Präsident
Klajcioni Moravie a v Čechách. Auch die Slowakei, auch dobro Slowakei. To je von Klajcionim und wurde als im Jahre 1946 als Delegierte geschickt zum Zionistenkongress. Nach Basel. Ja. Und außerdem war ich místopředseda Svazu československých náboženských obcí. Ja. Prišel. Inže Frišová předseda a já. Výrivá sekretér. Já, to jsem si šel orientovat. Da war ich der místopředseda des, ja. Und war gleichzeitig místopředseda náboženské obci Brněnské. Ja. Hm? Ja, also jetzt in dieser Tätigkeit, jetzt ist gekommen, das war 47, ja? 45. Ja, wie hat sich weiterentwickelt, die Maccabi, oder? Ich sage nee, Ihnen, wir haben... Ja. No, ich habe dann im Jahre 19... Ich habe organisiert... Moment, das war doch schon 48. Das Club Legionarium, das war Legionarium? Ja. Ja, das... Es wurde doch ein Krug... Ja, da war ich, Mitglied, ja, das war ich Mitglied. Was davon wissen? Ja, am 5. und 6. Juli war ein Treffen Johann. Ja, das war schon, das weiß ich. Ob Sie etwas wissen, Herr 48. Ja, im 46er war Joachimitz ein Treffen der zionistischen Organisation. Ja. Da bin ich gewählt worden zum Präsidenten der Sektion in Berlin. Im Jahr 46 in Joachimitz. Ja, nun wurde aber gegründet auch ein sogenannter Krug Czechoslowenskich Zahraničních Účastníků Odboje. Odboje, damals war ich Член, aber ich bin, der war in Prag gewesen. Wer hat das gegründet oder wie? Ich weiß nicht. War nur Mitglied. Nur Mitglied davon gewesen, aber nicht aktiv mitgearbeitet. Also jetzt war der Punkt, war dann der Gründung von Staat Israel. Ja, jetzt kommt, Moment. Ja. Jetzt ist gekommen, ich war, wie ich gesagt habe, war ich zionistischer Funktionär. Ja. Wie gekommen ist der Beschluss der UNO, über die das gegründet werden soll, Medinat Israel. Das war im November 1947 gewesen. Daraufhin haben wir in Brünn organisiert eine große Feier. Ich glaube, die Bilder habe ich noch nicht. Es sind Fotografien davon da. Große Feier. Ja. Die ganze Generalität war anwesend gewesen und Stadthalter von Brünn, von Schmern, wie hat er geheißen. Und es war auch in Prag haben wir organisiert, solche Feiern, wo die tschechoslowakischen Funktionäre alle zugegen waren. Bei uns in Brünn waren auch zwei Minister, sind von Prag geschickt worden. Die waren über in einem großen Saal über 2000 Personen gewesen. Und ich habe damals, gleich nach dieser Feier, ist auf einmal bei mir erschienen die Irma Polak. Irma Polakova. Ja. Und hat mir gesagt, Drucker, wir brauchen Geld für die die Waffen, für alle vorzubereiten, die ganze Sache. Und ich habe... Also über den Anfang der Ankaufen der Waffen und Organisation der Hilfe für Israel möchte ich Sie, Frau Hanna Drucker, bitten, dass Sie das wiederholen, so wie Sie das die historisch wahrhaft erfasst haben. Ja? Am 1. Dezember 1947 kam von der Irma Polak aus Prag. Weiter bitte. Ein Expressbrief. Wo sie ihre Ankunft mit der Strella um 6:30 avisiert und bittet, dass sie meinen Mann erwartet, Anzug, und dass man möge einladen 10 Männer, die schweigen und gut geben können. Ja. Als sie ankam, haben wir uns unterhalten und bis wie die Männer gekommen sind, die ich vorher verständigt habe, hat sie gesagt, ihre Aufgabe ist, Waffen zu kaufen. Ja, sie brauchen Geld. Ja, ganz Diskretion. Ja. Das ist ja verstanden. Nein, das hat ja, das habe ich gesagt. Ja. Die gut schweigen können. Ne? Gut. Das wird doch nicht geschrieben. Bitte sehr, weiter. Wir können weiter. Ja.
Und spontan ja. hat man an diesem Abend das ist eine Ihre Million. Ihre Wohnung, ja? In unserer Wohnung eine Million. Bei diesen Tischen. In Brünn aber. Ja, in Brünn. Bitte auch die Adresse sagen, weil das wäre. Brünn, Vista 4. In eurer Wohnung, ja? In unserer Wohnung. Das war, also, das war die erste Sammlung für den Einkauf von Waffen. Jawohl. Für Irma Polak. Ja. Und ihr. De, also was war dann weiter? Wie wussten Sie etwas von der Tätigkeit, wie Sie? Also dann ist, das war ganz geheim. Ja. Dann im Jänner habe ich eine KH-Aktion 48 ja. mit Gora Schließer sich noch umbrach. Ja. Und aus Sarit. Ja. Und dann ist wiedergekommen die Irma Polak auf einer breiteren Basis zusammen. Und nicht dann, mehr schon allein? Bitte. Nicht mehr schon allein ist gekommen. Nein, auch allein. Ja. Das war ein großer Streit mit Gora Schließer, weil ja. ich mit ihm herumgegangen bin. Ja. Dann habe ich also für die Waffen gesammelt. Und das war schon nicht mehr so geheim. Ja. Und jedenfalls haben wir mehr gesammelt in den kleinen Brünner Prag. Wie viel konnte man die Sammlungen schätzen, was damals? Also am ersten Abend habe ich etwas 1 Million gehabt und damals etwas 1.800.000. 1.800.000 sind dann bei der zweiten Sammlung. Bei der zweiten Aber das war schon eine große, große Sammlung. Ja. Da sind auch kleine Beträge gekommen. Kommen, ja. Ja. Und meine Frau, müssen Sie wissen, war nämlich Präsidentin Levica zu der ja. Nachkriegszeit. Sie waren nicht jetzt bei der Askara in Jerusalem? Nein. Das geht nicht. Ich möchte Sie noch bitten, wenn Sie über den Waffenankauf, in was für einen Ausmaß, wenn Sie das wissen. Nein, ich weiß nicht. Gut, das nur, ist der Irma Polak. Das war Irma Polak, kann Ihnen das sagen. Und das kann ich, und, es, hat nur, da war, es hat nur gewusst, der tschechische Gesandte, der israelische ja. Gesandte. Der, und ein, es waren ganze 4, 5 Leute, die leider ja. gewusst haben. Darunter war einer der Hauptleute, war der Wilderhass gewesen. Gut, also die Transporte sind gegangen nach Terst. Da ist auch Makar wieder Wilderhass. Unter der Kohle und so. Ja. Noch bitte weiter. Im Jahre 1948, war es im Mai, war es in Iloacovice, die? Mai. Im Mai, 1948. Mai. Haben wir einberufen ein nach Iloacovice. Das ist wir, die zionistische Organisation. Die zionistische Organisation. Ja. Hat einberufen eine Tagung. Noch vor, das war noch vor der Berliner Israel, das muss ja, also war vor dem 15. Mai. Mai, ja. Ja, das ist später gekommen. Wo es gesagt hat, wo wir aufgefordert haben, es waren damals, wer war hier? Der Adler war hier gewesen, nicht? Der Adler, der Paul Merz. Der Paul ja. Merz. Und Adler sind das gekommen als Schichim von dem und wir haben die Tagung gemacht und sie haben, man hat gesagt, man wird aufstellen, man will Verhandlungen aufnehmen, ob die Regierung bewilligen wird, aufzustellen, eine tschechische Brigade. Die Verhandlungen hat führen sollen der Dr. Rebenwurzel. Ja, der Dr. Rebenwurzel hat das geführt, ja. Was? Rebenwurzel. Ja, Dr. Rebenwurzel. Und ich habe auch, war dort am Präsidium gewesen, habe auch diese ganze Sache geführt, als zionistischer Funktionär, großer zionistischer Funktionär. Ja. Und es waren vorbereitet Formulare zur Unterschrift, wer sich meldet für die Brigade, wobei gesagt worden ist, das Maximalalter ist 45 Jahre. Ja. Ich war damals schon im Jahre 48, 53. Und habe, wie die ausgegeben wurden, sage ich, als erster melde ich mich an. Und will ausfüllen als meine Pflicht erfüllen und melde mich für die Haganah-Brigade. Habe mich die, gemeldet, worauf, wie viel war ich will nur sagen, worauf Dr. Rebenwurzel noch aufgestanden ist und wir eine kleine Kontroverse hatten. Ja. Er sagte, du kommst nicht mehr in Frage. Gerade haben wir jetzt festgestellt, dass das Maximalalter 45 Jahre ja. ist. Mehr will die Haganah ja. nicht übernehmen. Ja. Du bist schon über das Alter hinaus und kommst also nicht in Frage. Ja. Daraufhin sagte ich ihm, nehme meine Karte und ich will, dass sie dabei ist. Ja. Ich melde mich, ich befühle mich genug jung, um auch bei der Haganah noch mitzuwirken. Ja. Hat genau diese meine Karte hat mir dann später vielleicht sehr viel genützt. Ja. Ich war im Jahre
nachdem die Kommunisten übernommen haben die Leitung, ja, die Führung der Tschechoslowakei, und mein neuer Betrieb, den ich im Jahre 1946 gegründet habe, wiederum nationalisiert worden ist. Ich hatte wieder eine große Bauunternehmung schon aufgebaut und ich habe mich schon in meinen ganzen Jahren immer, trotzdem ich Azioni Clali war und so weiter, zu meinen Arbeitern war ich immer gewesen wie ein Vater. Ich war nicht wie die anderen Bauunternehmer ein richtiger Ausnutzer, sondern die Leute haben etwas mehr bei mir verdient. Ja. Sie haben, wenn bei irgendwelchen Gelegenheiten waren, wenn sie länger am Abend arbeiten mussten, habe ich Würsteln kommen lassen und habe Bier ihnen gegeben und so weiter. Nicht nur den Überstundenlohn, habe ihnen eine halbe Stunde Pause eingeschaltet, ich zeige an und wir müssen bis in die Nacht arbeiten und so weiter. Kurz, ich wurde zu jeder Sabiatschka wurde ich eingeladen von meinen, was das war, wissen Sie ja. Und ich war mit ihnen wirklich sehr gut gewesen. Und wie es dann zur Nationalisierung meines Betriebes gekommen ist, ja, haben die Firma Ingenieur Leopold Drucker, haben selbst die Kommunisten, die bei uns waren, der Theiner unter dieses, gesagt, ja, kurz und gut, meine Belegschaft wollte, wie das einberufen worden ist, die Savonirada zu machen, wollten mich zum Präsidenten der Savonirada machen. Worauf der dort für befindliche Kommissär der Kommunistischen Partei gesagt hat, das ist nicht möglich. Daraufhin sind Debatten gewesen, kurz und gut, sie haben nicht nachgegeben, ich musste Schlender Savonirada werden. Wenn ich nicht Schweizer sein konnte, musste ich der Schlender Savonirada werden. Ja? Und wurde so gemeldet. Dadurch ist die Kommunistische Partei eigentlich auf mich der aufmerksam geworden. Der Kommissär, der dort war von der Kommunistischen Partei, hat gemeldet, da ist ein Unternehmer. Und die Leute wollen ihn haben als den, die Kommunisten, die alten Kommunisten, die wir hier haben. Also, ich wurde nächsten Tag wurde ich vorgeladen ins Büro der Kommunistischen Partei und sie haben gesagt, ich soll mitarbeiten bei der Nationalisierung des Betriebes. Ich war nicht sehr erbaut davon, mit den Kommunisten mitzuarbeiten, ich war nie Kommunist gewesen, aber mein Rechtsanwalt, den ich damals gehabt habe, war auch schon von früher Kommunist gewesen. Ich habe mich mit ihm beraten, er war dann bei der Kommunistischen Partei, war ein hohes Viech sogar bei der, sagt mir Drucker, du musst gehen, denn wenn du sagst, du gehst, wirst nicht mitarbeiten, so wirst du als Sabbatär, kannst nach Sibirien gehen. Also kurz, gut, ich habe erklärt, ich werde mitarbeiten, ich habe nach langem mich erklärt, ich werde mit dir mitarbeiten und ich bin ernannt worden zum Sekretär, Generalsekretär Československých stavebních závodů. Stavebních závodů. No, wie heißt der Präsident, der Závodní? Ryšánek, ja? Ein gewisser Ryšánek, der sich wohl Ingenieur Ryšánek genannt hat, aber nie ausstudierter Ingenieur war, ja, sondern immer nur kommunistischer Parteifunktionär gewesen ist, ja, wurde der Präsident Československých stavebních závodů v Brně, ja, und ich habe erst sehr gut mit ihm mitgearbeitet, ich will eigentlich in Details eingehen, es hat sich dann zwischen mir und ihm ziemliche Differenzen ergeben, ja, denn er war so präpotent, ja, dass er geglaubt hat, er ist gescheiter als das Ministerstwo in Prag, Ministerstwo Stavemitstvi, und hat sich die Roskasi, die gekommen sind aus Prag, in seinem Sinn ausgelegt, meiner Ansicht nach vollkommen falsch. Ja. Und ich habe als Sekretär gesagt, das ist vollkommen falsch und wir haben uns gestritten. Eines schönen Tags wurden wir angerufen von Prag, Ryšánek war nicht da, ich habe das Telefon abgehoben, hat sich ein gewisser Ingenieur Lev gemeldet von dem. Was wir da aufführen, sie sind vollkommen das andere gemacht, als was die Prager verlangen. Sage ich, ich weiß davon, aber ich kann gegen Ryšánek nichts ausrichten. Daraufhin sagt mir der Lev, ich werde dir was sagen, ich sehe, mit wem ich zu tun habe. Zur nächsten Sitzung nach Prag soll nicht der Ryšánek kommen, sollst du kommen. Ja? Richte das dem Ryšánek aus. Sage ich, ich werde ihm nichts ausrichten, ihr müsst ihm das schreiben. Ja. Ja? Wie dann der Brief gekommen ist, hat es zwischen mir und ihm
Krach gegeben. Einen riesen Krach gegeben. Und er hat behauptet, dass ich sabotiere seine Anordnungen und er wird mich vor ein Parteigericht. Ja. Hat er mir gesagt, er wird mich vor ein Parteigericht stellen. Wir haben lange Differenzen gehabt und an dem Tag, wo das Parteigericht hätte am Nachmittag zusammentreten sollen, ruft mich meine Frau an, Leo, es war jetzt hier ein Soldat mit einer Dufteisache für dich. Ja. Und ich habe ihm, bitte komme sofort nach Hause, er wartet hier auf dich. Wann war das? Das war Anfang August 1948. Ja. Ich habe mich ins Auto gesetzt, bin nach Hause gefahren, er lässt sich legitimieren, der Soldat, es war ein Chetarsch gewesen, ja. Ich habe mich legitimiert. Er folgte mir aus einem Duftei-Bericht des Okresni, Wojenski, Okresni, Velitelstvi. Ja. Ich mache auf und es steht drin, du hast dich innerhalb 24 Stunden zu melden im Tabor. Im Tabor? Im Tabor bei denen. Wie heißt das Ihnen? Nein, ja, das, ich habe es hier auch noch. Wo das? In Strelna. Strelna, Uromoc. Uromoc ist da. Duftei und so weiter. Ja. Und also ich bin zurückgefahren in das, bin zu Rischan gegangen, sage ich, ich liquidiere mit heutigen Tagen meinen Dienst, ich habe eine militärische Einberufung bekommen. To není možné! Grotu přivezme po tobě! Du wolltest mich doch vor Englisch gestellt, vor einer Stunde. Ja, aber ich brauche dich, ich kann nur nicht arbeiten. Sage ich, ich kann hier nicht mehr länger bleiben, du siehst, ich habe die Einberufung. Er wird das richten. Ja. Ist gegangen zum Okresni. Velitelstvo, ich habe gesagt, da gibt es, geht vom Minister von Armee Obrani aus, nichts zu machen. Ja. Ja? Ja. Er muss innerhalb 48, das Einzige, was er errichtet hat, statt 24 Stunden, habe ich nach 48 Stunden einzurichten. Ich habe rasch alle meine Sachen übergeben und bin Bote geworden, meinen Dienst als Sekretär. Ja. Und, vor einem Ehrengericht zu kommen oder vor einem Disziplinarium, Strani und so weiter und so weiter. Und so bin ich nach Strelna gekommen. Ja. Vorher habe ich mich zu melden gehabt in Olomouc beim Doppelnummer Zivilitelstvo. Ja. Olomouc ist drin gestanden, das ist zu melden. Und beim Doppelnummer Zivilitelstvo habe ich gehabt ein Brief von Prag aus, dass ich Kazin Hagius werde für die Brigade. Ja. Ich werde. Ja, als Offizier. Genadporučík, wie hat das geheißen, tschechisch? Anders geheißen, nicht Gius. Hat doch nicht Gius geheißen. Nein, ich habe die Medaille bekommen, dass ich einrücken muss, nachdem gleichzeitig sind zu mir gekommen Leute von Prag, auch der ist gekommen, dort. Rembutzl hat gesagt, du bist eigentlich Vertrauensperson. Nein, ich habe nicht mehr gelebt. Nein. Von Prag, du bist Vertrauensperson. Muss ein bisschen Augen offen haben und so weiter, sind Kommunisten da, etc. etc. Ja. Man muss da die Sache machen. Also kurz und gut, ich habe übernommen als Kazin Hagius. Ich bin herumgefahren, sind gekommen von der Haganah. Sind gekommen, Vertreter, es ist gekommen damals. Damals war er Major Schani, heute ist er Aluf Mishne Schani und ist heute der Leiter vom Magen David Adom. Der Schani. Dann war ein gewisser Ephraim Naftali, der war Oberleutnant gewesen von Haganah. Und wir sind alle immer zu dritt, ich in Uniform, gefahren von Ort zu Ort, habe überall die Kultusgemeinde aufgefordert, Versammlungen der Juden zu halten und haben dort Propagandareden gehalten, haben aufgefordert zum Eintritt in die Brigade. Ja. Und so haben wir in der Brigade 2.500 Menschen bekommen, circa. Alle Gemeinden habt ihr bereist, diese drei, ja? Wir sind alle, wir waren in Psetin waren wir auch. Psetin auch, ja. Wir waren in Ungarische Hradische, wir waren in Tabor, wir waren in Pilsen. Wir sind gefahren von einem Ort zum anderen, überall Reden gehalten, etc.
In also 2500 hat man gewonnen. Haben wir fast. Am meisten waren das ehemalige Soldaten. Ehemalige Soldaten. Das war Bedingung? Nein. Nein, nein, nein. Nein. Aber auch Mädchen ja. Darum. Frauen gewesen waren ja nicht da. Damit. Und die sind alle gekommen nach Strelna. Ja. Dort haben wir gehabt Panzer, es war eine Panzerbrigade und es war eine Panzerabteilung und es war Stichni und es war der Witzwig, ja, das Witzwig. War die Übung. Wer hat das geleitet dort, diese? Der Major, wie hat er geheißen, Hanko? Der Oberst, der tschechische Plukovnik. Sochor. Plukovnik Sochor hat die ganze Sache geleitet. War auch in Israel, ja? Ja. Der Plukovnik Sochor hat die ganze Sache geleitet und ich war mit Sochor sehr, ich habe immer gebracht, so und so viele Leute, so, er war immer sehr zufrieden mit mir gewesen, etc. Bis wir in Bratislava eine große Versammlung gemacht haben, da waren tausende Leute gewesen. Wann war das? Im September circa 48. Ja. Und da ist der Generalstabschef, der Tschechoslowakei Dori, ja. Der war auch der erste Generalstabschef. Ja, in der, auf der... Auf der Technion. Ja. Er war doch dann Präsident des Technion gewesen. Ja. Ja? Die Gesandtschaft, Tschechoslowakischen war er? Nein. Er war hier. Hier. Ja, aber was in der Tschechoslowakei, was er war? In der Tschechoslowakei ist er gekommen nur zu einem... Ja. Die organisieren, er hat mit dem Sochor die ganze Sache durchgesprochen, ja. Ja. Die Organisation. Und in Bratislava haben wir eine große, weil in Bratislava war das auf Felsen ein bisschen am schwächsten gewesen. Am schwächsten? Ja, ja, am Anfang, ja? Ja. Aber nachdem der Dori dort selbst aufgetreten ist und ich aufgetreten bin in der Partei. Und bei dieser Gelegenheit hat mir der Dori als Generalstabschef angeheftet auf meine Uniform. Ich war auch in der, er war in Uniform, ich war in Uniform, die anderen waren immer in Zivil gewesen. Ja. Der Schani und der durfte nicht in Uniform gehen, aber er war offizieller Gast der tschechoslowakischen. Ja. Dieses Teil hat er in Uniform gewesen. Ich war in Uniform, hat er mir die goldene Haganah-Nadel angesteckt für Verdienste für die Haganah. Also und dann bin ich hätte mit dem ersten Transport. Ja, und die Transporte wurden dann aus Mikulov, nicht? Aus Mikulov gegangen. Ich hätte mit dem ersten Transport abgehen sollen. Es war noch ein zweiter Übungsplatz, nicht nur Strelna. Es war noch, der Flieger war in Reichenberg gewesen. Reichenberg, Jatetz, nicht? Jatetz bei Reichenberg. Ja, ja. Jatetz bei Reichenberg. Dort waren die Flieger. Dann waren die Flieger, ja. Ja. Ist hier jemand von den Fliegern? Ja. 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 Der was? Wie heißt der? Der Miloš... Heißt nicht Jelinek mehr. So gut hat es geheißen. Heißt Miloš Jelinek, heißt jetzt Miloš Ayala. Im letzten Moment, wo ich schon im Transport eingereiht war, ich hätte den ersten Transport im Dezember 1948 hergehen sollen, hat mich verleumdet, hat behauptet, ich bin Steuer... Zwölf Offiziere sind gefahren, ja. Mitfahren. Und da hat man mir wegen Steuern eine Mitfahrt gegeben. Das war bei unserem Transport, das ist aber gleich erledigt. Nein. Gut. Und welchen Transport sind Sie gekommen? Zweiten Transport. Ja. Und wenn Sie angekommen sind, wurde der Transport, was war, die Transporte wurden aber schon nicht mehr eingereiht in die israelische Armee, ja? Ein Teil, ja. Ein Teil hat noch mitgemacht, die ganze Eroberung des Sinai. Ja, welcher Transport war das? Das war nur aus. Das war der erste Transport. Der erste Transport. Und Ferry Bienscher und so weiter, die haben noch mitgemacht, die ganze Eroberung des Sinai. Die haben mitgemacht. Und die leben hier nicht? Ja, leben hier. Mhm. Also, da haben Sie sich betätigt hier wieder als in Ihrem Beruf? In ich bin bei Tahal. Bei Tahal. Ja. Und Ihre Söhne? Beide waren sie beim Militär gewesen, beide haben sie mitgemacht im Krieg. Ja. Der eine ist jetzt in Kanada jetzt und der zweite lebt in Mutski. In Gradmutski? So, also ich danke Ihnen, Herr Ingenieur, für Ihre Interview. Ich werde das abschreiben lassen und werde das Ihnen dann zuschicken. Wenn ich dann irgendwelche Fragen noch an Sie haben sollte, kriege ich sie bitte. Jetzt möchten wir die Dokumente übersehen, ja?
אז במשפחת דימנשטיין היה האח הבכור, דודיה דימנשטיין, הוא מת בשוויצריה, משחפת, אבל בחור מקסים. הוא היה בעצם נוטה לשומר הצעיר. הוא היה חבר בקיבוץ כבר? לא, לפני כן, וזכרו מאוד שמור בליבי. ואיזה דימנשטיין, בהשפעה לטבית, היה איזה יהודית לטבית, בלטביה היו ביתר חזקה. היה איזה זמן רוויזיוניסט וביטרי, והוא השפיע על גלזר. אפשר להגיד שמכל הקבוצה של יונק יהודה, רק גלזר ואחיו הצעיר של לנדאו עברו ממש לביתר, יסדו את ביתר, עברו לביתר, וגלזר היה גם אחר כך מנהיג עולמי של ביתר. הוא היה ראש ביתר, זאת אומרת, לא ראש, נציב ביתר. ואפשר להגיד כך, ההשפעה שלי הלכה עד גבולות מסוימים, ציוניים כלליים, על כל הקבוצה של יונק יהודה. מעבר לגבולות כלל ציוניים, היא לא הלכה על כולם, לא הגיעה לכולם. כלומר, בכיוון הציוני הסוציאליסטי זה לא הגיע לכולם, אלא רק לג'ורג' פאפה ולעדי נחמני ולאוטו רוזנבאום, ועל ידם לאריה לבבי ולפוני שטיינברג. ב-31 היה עוד פעם קונגרס ציוני, ועוד פעם נבחרתי. אני הפסקתי לך כשסיפרת על עובדה ביוגרפית חשובה. של דימנשטיין. לא, שנבחרת לקונגרס. כן. עובדה ביוגרפית... כן, חשובה, כן. אני חושב שזה מדוע, מפני ש... קודם כל, הייתי בן 24. ונפגשתי עם התנועה. נבחרת כציר דנציג? דנציג וילנה, זה מחוז אחד. והמתחרה שלי היה הרב רובינשטיין בוילנה. ולמה היו יותר קולות? כציר של מה? של ארץ ישראל עובדת? של ארץ ישראל עובדת, של ארץ ישראל עובדת. כבר הייתה אז? כן, לא, כן, ודאי. הייתה שנים רבות סייעה של ארץ ישראל עובדת בקונגרס. זה היה אחדות העבודה והפועל הצעיר, והשומר הצעיר. כן. אז באיזה שנה נבחרת, אתה אומר? 29. בהיותך בקניגסברג? כן, בהיותי ב-29 הייתי, כן, הייתי בדנציג בקניגסברג, בהפסקות. כן, אז נבחרת כציר דנציג. כן, כן, אמרתי על זה ככה, היה לא דבר פשוט. ואחר כך נבחרתי ב-31 עוד פעם. זה לקונגרס המפורסם עם הקרע של ז'בוטינסקי. נו, מה היה עוד מהדברים? כן, אז את דימנשטיין אנחנו דיברנו. כן, כן. נחזור לדימנשטיין. אז... אני חושב שאיזה דימנשטיין חזר למחנה של ארץ ישראל העובדת בהשפעת ידידותו עם אדלה מרגוליס. כן, את החברה שלו. אולי אני מצאתי את חתימתה בהרבה חוזרים. דווקא רציתי... לא של רחיל אולי. לא, לא, אדלה מרגוליס, זה רשמתי לשאול. מה... רגע, זה אדלה מרגוליס, הם היו מיודדים. מי היא? היא הייתה אחר כך
אשתו של אשל, זיכרונו לברכה, השגריר, מזכירו של שרת והשגריר שלנו בקנדה, בדרום אמריקה ובקנדה. ואיפה היא עכשיו? מתה. היא מתה. היא מתה, הוא מת. אבל מה מוצאה? היא דנציגאית, מי היא? היא דנציגאית ממשפחה גדולה של מרגוליסים, ששניים, שלושה מהם בארץ. רוסים? לא, 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 צ'כים, צ'כים, גליצאים, צ'כים. ושהיא מזכירת החלוץ בשנה 33. כן, 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 זה גליצאים צ'כים. כן, אז איפה היא צמחה? היא צמחה מדנציג. אבל מ... באו ילדים. משפחה גדולה, מרגוליס, מרגלית, קורא לעצמך, כן. ככה מרגוליס, והם היו שם שני אחים. עם אח אחד אני הייתי בידידות, גם בידידות תנועתית. עשינו גם פעם, אנחנו קראנו לזה מועדון פילוסופי, למדנו יחד פילוסופיה. הוא ואני מפרנץ רוזנבאום. ועברנו על ספר... מי זה פרנץ רוזנבאום? פרנץ רוזנבאום זה אחיו של אוטו רוזנבאום, מפחיר הכל, והוא נמצא באמריקה. זה שעזב, חזר מארץ? לא היה בארץ. לא, 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 זה שחזר מארץ זה ארנסט רוזנבאום. זה הבכור. זה הבכור במשפחה. זה הבכור במשפחה. הוא היה אחר כך קומוניסט. אותו פרנץ. לא, זה שחזר. זה חזר, אין. אבל אדלה מרגוליס היא צמחה באיזה תנועת נוער. היא צמחה בבלאו וייס, היו ילדים, היו בבלאו וייס. אחותה הייתה מזכירה של ההסתדרות הציונית, אחותה רחל. והקשר הזה ביניהם נפסק, אני חושב. שהוא התחתן אחר כך עם אישה אחרת. אבל היה זמן שהם היו קשורים, ואני חושב שהיא הזירה אותו למחנה ארץ ישראל העובדת, את איזה. ומאז הוא מנאמני התנועה הקיבוצית, הוא איש הקושרים, חבר הקושרים, אתה יכול לדבר איתו. כדאי. בהחלט. בהחלט. איתו כדאי מאוד. הוא יספר לך דברים משלימים או סותרים על תנועות הנוער, הוא יודע על תנועות הנוער. איתו כדאי. אגב, שם חיה גם אלמנתו. הוא בחור נחמד. אלמנתו של אותו רוזנבאום, הדס. נכון, אלמנתו שלו, הדס. גם אותה כדאי לראיין. למה לא? למה לא? אבל בעיקר את איזה כדאי. איזה כדאי. תגיד לו שאני ממליץ לו שיספר לך. הוא ידע קצת ביתר סדר את התפתחויות תנועות הנוער. עכשיו, התאריך הבא שראוי לציין אותו זה הופעתי בוועידת ברית העולים בגרמניה בקיץ 1932. אבל יש לי עוד שאלה, למשל מורות תרפ"ט. זה כן. היה איזה זעזוע, איזה שוק, איזה נקודת מפנה. זה היה איזה זעזוע חיובי לתנועה החלוצית. בדנציג? לא רק בדנציג, גם בגרמניה. לא רק בגרמניה. מדוע? מפני שאחרי המאורעות עלתה קבוצת חירות. זו של... שיסדה את גבעת ברנה יחד עם הליטאים. כן. וגם פה היה איזה חלק שורה במדנציק? שורה במדנציק. שורה במדנציק. אבל שורה עזב את דנציק מוקדם מאוד. אבל אולי איזה יזכר יותר. שורה היה ידיד טוב שלי, שורה שרוביץ'. רק נפרד מאחר כך בפילוג במרדות עבודה. אבל עם שורה עבדנו יחד בחלוץ בגרמניה. ‫כשהייתי בשליחות. ‫אולי יש חוברת לזכרו של שורה, ‫אז בטח יש שם... ‫אני מקווה שיש משהו. טוב. ‫עכשיו, מפני שגלייזר סיפר לי ‫שבתרפ"ט בא בן אשר, ‫נכון. ‫ושם היטיב... ‫ייסד, עזר לי להעמקת ברית העולים. כן. ‫כך אני הייתי אומר. ‫עזר להעמקת ברית העולים. ‫אבל יכול להיות שאז כבר היה גם ביתה. ‫אבל אתה רואה תרפ"ט כנקודת מפנה, ‫גם בדנציג. ‫אני רואה, כן.
אתה חושב שכן? בתנועה החלוצית, כולה. כולה וגם בדנצי. כן, כן. טוב. עכשיו אתה עובר, עכשיו אני לא רוצה לשסע אותך, אתה עובר לשנה 32. אני כן, ב-32, בעצם באתי שם... אני מולך לבדוק, שזה פסוק, ספר ה-32. כן, בעצם באתי לשם לפי ההמלצה של תלמידיי שהיו כבר ראשי התנועה. ומה עשית? הרציתי את ההרצאה המרכזית על החלוץ והציונות הסוציאליסטית בזמן המאבק הקשה עם קומוניסטים. מה עשית מבחינה אזרחית ב-32? ב-32 הייתי בבית המשפט. בדנציג? בדנציג. והם הזמינו אותך אישית, כדעת. כן, הם הזמינו אותי אישית. אז ספר כמה מילים על הרקע, אתה אומר, היה מאבק, מה... זה ככה, בעצם הם רצו איזה חיזוק לרוח הציונית הסוציאליסטית בתוך התנועה החלוצית. בתוך תנועת הנוער, בתוך תנועת העולים. ואז הם החליטו, שהתנסו בזה כיצד אני אשפיע על צעירים. ברית העולים לא הייתה מוגדרת אז? ברית העולים הייתה מוגדרת, חלוצית וציונית, סוציאליסטית, אבל רצו לחזק את זה, להעמיק את זה, ללכד, ולתת אידיאולוגיה, לתת... איזה חוזק אידיאולוגי במאבק. אני סבור שהחוזק האידיאולוגי אז, אם אני נזכר נכון, היה בעיקר נחוץ למאבק עם הקומוניסטים בנוער היהודי. מחוץ לברית העולים? מחוץ לברית העולים, אולי היה איזה... היו ניצנים גם של השפעות בשוליים גם של ברית העולים עצמה. בכל אופן, הם צריכים היו לענות להתבוללות קומוניסטית. הם צריכים היו לענות לברית. ואז אני, שם אני נפגשתי גם עם סרי, ב-32. באותו וידה. באותה וידה של ברית העולים. שהם גייסו תותחים מכל נשק מסייע. כן, נשק מסייע וכל זה. אני כשבאתי בכלל... רגע, מי זה הם? זה ג'ורג' שמיות? ופולי, ג'ורג' ופולי שטיין. הם היו שם כסטודנטים. הם היו שם כסטודנטים, הם היו המנהיגים. ג'ורג' היה המנהיג, איתו יחד גם עם פולי. הם היו המנהיגים, בונדסלייטום, בולי. הוא כבר התחילה הקוניונקטורה הציונית? כבר התחילה אז. בוודאי, ב-32 אתה היה קוניונקטורה הציונית חזקה, מפני ש... ‫העריכו את עלייתו של היטלר. ‫וזו הייתה תנועה ציונית הגדולה? ‫-סוציאליסטית. ‫הגדולה או לא הגדולה? ‫אני חושב שאז היא הייתה גדולה, ‫על ידה הייתה עוד תנועה חלוצית ציונית קדימה. ‫והתחילו לחשוב על איחוד. ‫התחילו לחשוב על איחוד. ‫אחרי הוועידה הייתה בשבילי ‫חוויה גדולה מפשוט בפעם הראשונה. שאני אישית יכולתי להיפגש עם תנועת נוער ארצית, עם המונים גדולים, מכל חלקי גרמניה, בדנצי גם כן, אבל מכל חלקי גרמניה. וזה גם היה, הייתי אומר, גם ניסיון להיאבק על איזה מעמד השפעה. לא אישי, אבל אידיאולוגי. ואז כבר דיברו על זה שיש אסכולה דנציג בתנועת הנוער ה... אני רוצה, לפני זה אני משסע אותך. מה אתה היית? היית צעס? היית איש... מה היית הכרטיס שלך? אתה העמקת אידיאולוגיה. איזה אידיאולוגיה? צעס. צעס. לא, אז כבר היו... רגע, אז היו כבר פועליציות צ'אס, ב-25 התאחדו. כן, פועליציות צ'אס, כן. אבל אתה הצגת הרי זוויתריה ארץ ישראלית. כן. אז אחדות עבודה. אני הצגתי את אחדות עבודה. אחדות עבודה וקיבוץ המאוחד, אני חושב. קיבוץ המאוחד,
אני חושב ש-32 המגע שלי עם אנשי הקיבוץ עוד היה נופף. לא הכרתי עוד. אז מקור ההשראה שלך? אני חושב שמקור ההשראה שלי היה בן גוריון. בן גוריון מצייס בעולם. בן גוריון הוא ב-26 פעם בארול לדנציק. ב-1926 בא בן גוריון בארול לדנציק. גם יחצה יחד עם מירום באסיפה פומבית גדולה, שאני ארגנתי אותה. אז מקור ההשראה היו בעצם בארול בן גוריון. כן, אבל בארול ובן גוריון לא הייתה להם איזה התייחסות לבעיות של נוער יהודי בגרמניה ב-32. לא, זה לא, אבל... אבל ההתייחסות, בכל ההתייחסות היו התלמידים שלי. בכל ההתייחסות היו התלמידים שלי מבחינה ארגונית, תנועתית, נוער, בעיות של נוער, ארגוני נוער. בזה אני אישית לא טיפלתי, אבל להם נחוץ היה האידיאולוג. מכיוון שהם למדו ממני בדנציק ביום כיולה. וסרני בא כשליח הקיבוץ המוחד. כן. ‫שרידי בא כשליח הקיבוץ, ‫כשליח ההסתדרות, כשליח הקיבוץ המחר. ‫ואתם עבדתם יד אחת, תהיו מלא. ‫-כן, ודאי. ‫אחרי זה, אחרי הוועידה, ‫נסענו לעשרה ימים, ‫שרידי, אני ושורש פאבר, לנופש. ‫זה היה אחד הנפשים החשובים בחיי. ‫עשרה ימים שהתייחדנו על עולם ומלואו, ‫על השקפת עולם, על יהדות, ‫על ספרות עולמית, ‫על ספרות רוסית, ‫על ספרות איטלקית, ‫על ספרות גרמנית. ‫עשרה ימים ששלושה אנשים אלה ‫למדו להכיר אחד את השני. ‫סרני, אתה, מי עוד? ‫-ז'ורז' פאבר. ‫שלושתכם? ‫-שלושתנו. ‫היינו על יד אנדרלך, ‫באיזה כפר. ‫היה זה רעיון של סרני וז'ורז' פאבר. ‫הבה ונשב, נחשוב בעצמנו. ‫אני קראתי על זה בזה שהוא, ‫אני לא זוכר איפה. ‫אני חושב שזה גם קיבח הנחבות. ‫כן, כן, או על סרני או על ג'ורג'. ‫יכול להיות. ‫-סרט ימים על ההשראה הזאת, ‫על סירות, שאתם בסירות. ‫כן, כן, נכון, נכון, נכון. ‫ואחד כותב שסרני הכניס ‫איזו נימה כמעט דתית. ‫זה גוון כמעט... ‫-מסורתית יהודית, כן. ‫זה היה לי, ככה, אני מוכרח להגיד, ‫זה היה לי סימפטי מאוד. ‫זה היה סימפטי מפני שזה היה ‫עולם פתוח מאוד לכל מחשבות הדור, ‫גם למסורת יהודית, וגם למרקס, ‫וגם לביקורת על מרקס. ‫זה היה עולם מאוד מאוד פתוח, ‫שהמוצק פה היה ארץ ישראל העובדת. ‫זה היה חזק מאוד, והקיבוץ. ‫והקיבוץ, אבל על הקיבוץ אני ידעתי יותר ב-1933. ‫רגע, אני שוב מפסיק לך, ‫אתה רואה איזה דברים חשובים ביותר. ‫אחד סיפר שב-26 הרצית ‫על חסידות ומרקסיזם. ‫זה בפני החוק הזה של יונג יודה, כנראה. ‫אני חושב שלא רק. ‫יכול להיות יהודה, ‫אבל יכול להיות לפני עוד אנשים. ‫עוד צעירים גם לימדתי עברית באותו זמן. ‫אבל אתה סיגלת לך עליית עולם מרקסיסטית ‫או הצגת את זה גם למען מרקסיסטים? ‫לא, לא, לא, אני סיגל... ‫אני למדתי כל חיי עם מרקס. ‫יש לי דעה שיש לבקר אותו ‫ולשאוף ממנו בבת אחת. ‫ורציתי להוכיח שיש אוטונומיה רוחנית ‫גם כשתהליכים כלכליים משפיעים. ‫אז תראה, בחוברת של אוטו רוזנבאום ‫יש מכתב שהוא חולק על דטרמיניזם. ‫נכון, נכון. ‫ואחר כך הוא אומר שהוא התמודד איתך בנידון. ‫אתה הצגת דטרמיניזם? ‫כן, אתה... והוא התמודד. ‫ואתה הגמת לדטרמיניזם? ‫כן, כן, אני קודם כל לימדתי. ‫קודם כל לימדתי אותו. ‫לימדתי והצגתי גם סימני שאלה. ‫והחבר'ה הצעירים האלה, ‫הם לא היו כפופים לי במובן זה, ‫הם רק הושפעו ממני, ‫אבל כל דבר שאמרתי, ‫אז גם כשאני הרחקתי לכת, ‫הם היו מסוגלים להתנגד.
יהיו דברים יותר מעניינים עוד בקשר לקיבוץ המון. נהפוך את הסליל, כן. אז אתה דיברת כמרקסיסט מובן מסוים. דיברתי כמי שפותח שיקולים מרקסיסטיים. לא הייתי אומר כמרקסיסט, כמי שפותח שיקולים מרקסיסטיים. כמי ש... אני אישית הייתי מרקסיסט דוגמטי אולי שנתיים בחיי. קצת מתי? בגיל צעיר, ב-17, 18. דווקא בזמן הלימוד בגימנסיה. למדתי, קראתי הרבה. כשסעס. אינג'ינר לאופולד דרוקר, אוזיינה בונונג, רמת גן, רחוב ארלוזרוב, זימון פינצי. ומתא זיבית מהר אינג'ינר בונונג. בנסימר זן, מכתנו איבא אירה תתיקאית, פורקריקס תתיקאית אין מקאבי, ואיבא האופט אין די, איבא די תתיקאית אין מקאבי אין דה אונטגרונד בבייגונג נחת פרוטקטורט בזצרוק. Seit meiner Rückkehr aus dem Ersten Weltkriege im Dezember 1918, wo ich von der Front über Wien zurückgekommen bin, zionistisch in Brünn tätig gewesen. Ich war der Erste, der in Brünn im Jahre Jänner 1919 einen Vortrag über die Balfour-Deklaration vom November 1918 mit allen ihren Aspekten in der Tollenbühne in Brünn gehalten habe. Ich war seit 1919 aktiv tätig im Brünner Maccabi und gehörte zu den Verfechtern der Idee aus dem Brünner, damals hieß er noch jüdischen Turnverein, der Name Maccabi wurde erst im Jahre 1924 auf einem Weltkongress bestimmt, aus dem jüdischen Turnverein in Brünn einen jüdischen Turn- und Sportverein. Ich war einer der Mitbegründer der ersten Sportsektion, der Fußballsektion, welche nach dem Ersten Weltkrieg viel Anklang gefunden hat. Und später wurden diese Maccabi, die Sportsektionen für Tennis, Leichtathletik, im Winter Ski, dann Schachsektion, Reitsektion und so ziemlich Hockeysektion, Schwimmsektion etc. Wie viele Mitglieder hatte die damals? Der Maccabi begann damals mit circa 200 Mitgliedern. In welchem Jahre? Im Jahr 1919. Ja. Und hat es bis zum Jahre 1935, 36 auf 1200 aktive sportausübende Mitglieder in Brünn allein gebracht und war damit der stärkste Maccabi in der ganzen Tschechoslowakei. Kennen Sie auch etwas, wie weit hat Brünn beeinflusst die anderen Maccabi-Vereine in der damaligen Republik? Ich wurde im Jahre 1900, erst war ich der Leiter der Sportsektionen gewesen, wurde im Jahre, unser Präsident war Dr. Karl Sonnenfeld, der war der Präsident des Gesamtmaccabi gewesen, und ich wurde sein Stellvertreter im Jahre 1926 oder 27, und im Jahre 1928 wurde ich als Obmann Stellvertreter des Wases
Schwarz-Tschechoslowakei. Praga. Wie viel war in ganz staatlichem Ausmaß Mitgliedschaft der Maccabi-Vereine? Wenn Sie, vielleicht werden Sie diese Ziffern... Wir waren in ganz staatlichem Ausmaß ca. 10.000. Ca. 10.000. Aktive und Aktive. Ja. Und es waren ja in jeder kleinen Stadt waren ja, ja. Maccabi gewesen. Es ja. war ja bestimmt in Stettin ja. auch ein Maccabi ja. gewesen. Ja. Vielleicht 50, 60 Leute ja, gewesen. 30 oder so weiter. Ja. Ja. Sage ich doch. Aber in Ungarisch und ja. so weiter. Ich glaube, es waren ca. 10 bis 12.000. Ja. Waren, ja. ja. Dabei war der Maccabi Brünn der stärkste Verein. Und ich war. Zganjoshev Rosh Svazu Československého Maka. Jetzt möchte ich, Herr Ingenieur, damit wir kommen zu dir. Der wichtige Punkt ist, der Turning Point ist die Besatzung, die Okkupation. Also 38 Jahre, schon seit Münchener Abkommen. Ja, das ist diese. Im Jahre 8, was mich persönlich anbetrifft, ich wurde im Jahre 38 als Offizier der tschechoslowakischen Armee, Leutnant der tschechoslowakischen Armee, Autooffizier, hatte ich einen speziellen Auftrag, einen Geheimauftrag, den ich mir im Fall der Mobilisation erst öffnen durfte und wurde im September 1938 betraut mit der Mobilisierung der Automobile, Last- und Personenautomobile des gesamten Bezirkes Südbayern. Wir hatten in Reichrath unseren Standort und dort habe ich im Laufe der Monate Oktober, November ca. 3600 Autos, die wie das in der Tschechoslowakei eingeführt war, die dem Militär gehörten, aber in Privatbenutzung abgegeben wurden gegen eine bestimmte Leihmiete. Das heißt, man hat das so gemacht, dass die Autos gearbeitet haben während der Zeit und Geld getragen haben, weil die Leute dafür zahlen mussten. Sie waren verpflichtet, die Autos in gutem Zustand zu erhalten und ich habe die Sache dann als Leiter einer Kommission, die dort gearbeitet, übernommen. Als dann nach München die tschechoslowakische Armee abrüstete, hatte ich die angenehme Aufgabe, ich sage das unter Anführungszeichen, die Autos wiederum zurückzugeben an die früheren Eigentümer. Und nachdem es sich größtenteils, speziell in Südbayern, um Autos, die in deutschen Händen gewesen sind, gehandelt hat, war diese Rückgabe nicht leicht, weil die Leute alle die Autos in dem Zustand, in dem sie waren, nicht übernehmen mussten. Kurz, ich will nur nicht weiter auf die Details eingehen. Ich habe im Gegensatz zu anderen Offizieren erst Ende Jänner 1939 demobilisieren können, bis ich meinen Taftit, wie man sagt, bei der Aufgabe halbwegs erledigt gehabt habe. Die Autos wurden damals auf der Vista, auf dem Ausstellungsgelände, auf der Vista Wichte in Brünn konzentriert und dort wurden auch Autowerkstätten errichtet und so weiter. Schon seit dem Jahre 35 wurden im Rahmen des Maccabi Aliyah-Gruppen auf Hakshara geschickt, speziell im Rahmen des Maccabi Hatzahir, und es wurden gruppenweise Jungen und Mädchen schon, obwohl es damals noch illegal war, nach Israel weitergeleitet. Können Sie erinnern, vielleicht, welche waren die Hakshara-Ortschaften? Einige? Schauen Sie, ich selbst war ein Baumeister und Bauunternehmer und habe ziemlich viel gebaut, war ein ziemlich großer Unternehmer gewesen. Und ich habe allein bei mir beschäftigt zwei Bauhakshara-Gruppen. Eine Gruppe war vom Maccabi Hatzair und eine war vom Betar. Jede Gruppe war ca. 10 Personen stark und die haben wirklich gelernt, bauen, Ziegel legen und so weiter, Hilfsarbeit etc. Und es waren in verschiedenen Orten. War nicht nur landwirtschaftlicher Schaden. Es war auch Land, nein, es war nicht nur Land, es war allgemein, es war eine Hakshara, es war aber auch landwirtschaftliche Hakshara.
Nun, nun, und wie ist jetzt ja. die Tätigkeit im 38, wenn die Gefahr da... Ich bin also zurückgekommen eigentlich also. In meine Arbeit, zu meiner Maccabi-Arbeit, eigentlich erst im Jahre 1939. Und da haben wir angefangen, schon zu uns zu organisieren, illegal Transporte in größerem Ausmaß. Ja. Und haben, nachdem wir keine Zertifikate zur Verfügung gestellt werden konnten, früher sind die Jungen alle auf, in irgendeiner Form auf Zertifikate ja. gegangen, Jugendzertifikat etc. oder irgendein, sind sie, die Gruppen waren doch von der Seite der jüdischen Seite ja. aus, wenn sie auch von der tschechischen Seite illegal waren, ja. von der jüdischen Seite waren sie illegalisiert. Ja. Aber dann gab es keine, ja, keine Möglichkeit, so haben wir vom Maccabi aus Transporte organisiert. Im Jahre 1939 sind 3 Maccabi-Transporte abgegangen über Bratislava. Nach der Besetzung? Nach der Besetzung. Der Besetzung ist ja immer im März schon. Ja, ja. Nach der Besetzung, noch mit Bewilligung der damaligen Behörden, ja. sind 3 Transporte, Maccabi-Transporte zusammengestellt worden und sind dann per Schiff auf der Donau von Bratislava weiter expediert worden. Wie stärker ungefähr? Die waren ca. 400 bis 600 Personen jeder Transport. Alles Jungen. Ich glaube, es waren keiner war älter als 25 Jahre. Sind angekommen, da war so, haben sie irgendwelche. Bis auf einen Transport sind alle. Das war unsere Tätigkeit, die wir haben den Juden, den Deutschen gesagt, wir helfen euch die Juden herausbringen. Ja. In Wirklichkeit haben wir unsere eigenen Zielen gedient ja. und so weiter. Also das war die Tätigkeit Maccabi. Bis zur Möglichkeit, wann wurde gestoppt die Möglichkeit, die Transporte legal oder halb legal zurückzuschicken? Ende 1939, wie die Transporte nach Osten gegangen. Ja, die begannen im Oktober. Im Oktober 1939 ging ja. der erste Transport nach Misko. Ja. Ging der erste Transport nach Misko ja, ja. vom Brünn aus ja, ja. und also über Ostrau. Über Ostrau. Ja. Und ich habe den Brünner Transport bis Ostrau geführt, obwohl ich für meine Pflicht gefunden habe, nachdem auch viele Maccabi-Leute drunter waren. Wie stark war der Brünner Transport? Der Transport war 600 Personen. Aus Brünn? Aus Brünn. Waren auch aus Spielberg dort? Es waren auch Leute von Spielberg die dazugekommen sind und die ist nach Misko gegangen. Ich habe ihn bis Ostrau geführt. Ja. In Ostrau ist der Transport ergänzt worden auf ca. 1000 Personen ja, ja, ja. und ist dann weitergegangen, aber schon unter einer anderen Leitung. Ja. Sind die irgendwelche zurückgekommen dann nach Brünn von diesem Transport? Ja. Nach Ostrau sind sie. Ja, Brünn sind sie. Ich weiß nicht. Also sind irgendwelche dann waren das. Ich möchte Ihnen dabei noch sagen, das Hauptkontingent ja. dieses Transportes stellten die österreichischen Juden. Ah, die österreichischen. Ja. Im Jahre 1938, ja. als Österreich besetzt war, ja. sind ein großer Teil der Juden, selbstverständlich von Wien vor allem, ja. in die Tschechoslowakei gekommen, bis die Regierung diese Einwanderung gestoppt hat und hat ein Auffanglager errichtet in Eibenschütz. Ja, Ivanschütz. In Ivanschütz, das wissen Sie, ja? Ja. Davon sind wir. Dieses Lager in Ivanschütz hat der Maccabi Brünn in seine Obhut übernommen und hat dort, soweit er konnte, mit freiwilligen Hilfskräften, ja. Sozialarbeit, Hilfsarbeit und so weiter. Ich war fast jeden zweiten Tag war ich mit meinem Auto draußen. Das war unter den tschechischen Gendarmerie oder war unter tschechischer Gendarmerie und war es gewesen. Und ich war einer der Funktionäre, die da hier im Rahmen den Maccabi vertreten hat und da jeden zweiten, dritten Tag herausgefahren ist, nach jemandem geschaut hat, was notwendig ist. Wir haben ganze Lebensmitteltransporte hinuntergebracht. Wir haben gesammelt Decken, wir haben unter der jüdischen Bevölkerung in Brünn gesammelt was. Und nicht nur in Brünn, sondern in ganz. Wie war die Belegschaft dort in Durchschnitt? Waren ca. 2000 Personen. Familien. Aus Österreich. Aus Österreich. Ja, und das war das erste Mal, wo wir sagen konnten, sie haben in Konzentrationslager ähnlichen Bedingungen, das heißt, ja. gelebt. Sie haben gelebt, wir mussten Betten aufstellen, nachdem kein Platz war. Wir haben dort in einer Fabrik, in einer leeren ja. Fabrik jetzt bekommen, haben wir selbst Betten aufgestellt, 3 Stockbetten übereinander ja. zusammengezimmert, ja. ja. etc. Oben sind die jungen Kinder gewesen, in der Mitte und unten sind die alten Leute gelegen ja. und so weiter. Also, aber man hat getrachtet, es so rein als möglich, den Leuten so weit es noch möglich war, es war sehr und von diesen sind ungefähr diese 600 von Misko. Diesen sind ca. 400 hinübergeschickt worden in den 600, die wir ja, nach Misko. Nach Misko. 500 vielleicht. Ja, und wie wurde das Lager dann liquidiert? Auf Transport nach Theresienstadt oder wie?
Das Lager wurde dann im Rahmen eines Transportabkommens geschlossen. Anfang 1941. Sind nicht mehr aber zugekommen aus Österreich, das war nur diese bis zum... Nein, sie wurde, dann wurden die Grenzen gesperrt. Die Deutschen selbst haben die Grenzen gesperrt. Ja. Also jetzt über die Tätigkeit nach dem der Maccabi, wenn die Transporte eingesperrt sind. Ich habe Ihnen gesagt... Ja, wenn nicht, das, ob irgendwelche Annäherungen an die nicht-jüdische Untergrundbewegung war und, oder über... ob eine Absicht war, in die Armee zu kommen, in die tschechoslowakische, über... Damals kann ich nicht sagen, dass wir von der Tschechischen überhaupt nicht gewusst. Ja, ich weiß, aber man hat schon damals irgendwie waren Untergrundbewegungen. 1939 war ja noch kein Krieg gewesen. Nein, nein, ich weiß, aber schon hat man gegründet Gruppen, und tschechische und so, Konspirationsgruppen und so weiter. Das war in der Slowakei. Ja, war das in der Slowakei, es war aber ja, gut. Wir, also, wir in Maccabi haben die Sachen nicht gemacht, wir haben unsere konspirative, wenigstens soweit ich orientiert, wir haben die konspirative Tätigkeit bei uns erst in Theresienstadt begonnen. Ja. Wir, der Maccabi hat also, wo er konnte, mitgeholfen. Wir haben zum Beispiel bei der Ausfertigung Transporte in Brünn. Ja. Die von Brünn weggegangen sind, haben die ganzen jungen Maccabi, Hilfsdienste, ja. Trägerdienste, soweit sie selbst eingereiht waren in den Transport, geleistet. Man musste doch alles von, es hat doch, man musste zum Beispiel die ganzen Gepäcke mussten auf Handwagen zum Bahnhof gebracht werden und dann hier. Das hat alles Maccabi. Da hat Maccabi vor allem mitgearbeitet. Ja. Er war der ganze, hat die ganze Sache mitgearbeitet, der Maccabi in der. Also jetzt ist also. Ich war selbst, ich will dir noch etwas sagen, also. Da hier. Ich wurde im Jahre 1939, ja. Wurde ich Obmannstellvertreter der Brünner Kultusgemeinde, ja. Und wurde beauftragt, wurde quasi korruptiert als technischer Leiter der Kultusgemeinde. Wie Sie wissen, haben die Juden da nicht mehr in die Spitäler dürfen, man musste eigene Spitäler einrichten, sie durften nicht in die Schulen gehen. Jüdische Kinder, wir haben eigene Schulen eingerichtet, ja. Soweit viele Kinder, die da waren. Wir haben Umschulungskurse eingerichtet, damit die Kinder ungerecht eingerichtet. Ja. Und all diese Sachen standen unter meiner persönlichen Leitung. Ja. Als technischer Leiter der als dann später auch noch kam vor der Transporte, die sogenannte Enteignung oder die Überführung des jüdischen Jahresführung. Ja. Arisierung des Besitzes, musste die Kultusgemeinde jeden Tag eine bestimmte Anzahl von Akten für diese Arisierung der entsprechenden Gestapo-Behörde vorlegen. Und in diesen Akten mussten von jedem Besitz genaue, zum Beispiel Hausbesitz, genaue Pläne des Hauses gemacht werden, die manchmal existierten, manchmal nicht existierten. Ja. Wenn sie nicht existierten, musste eine technische Kanzlei, die ich eingerichtet habe und die zum Schluss über 60 Leute beschäftigt hat, diese Pläne vermessen, an Ort und Stelle Vermessungen durchführen und rekonstruieren und die Pläne mit genauen Berechnungen des Wertes und so weiter, die wo Tabellen uns gegeben worden von den Deutschen, alles musste vorbereitet sein, musste genau wissen, dieses Haus oder dieser Realbesitz oder dieses Feld oder das alles hat diesen und diesen Wert, laut Tabellen, die da eben von den Deutschen bereits uns übergeben wurden. Und es musste alles genau mit Grundbuchszahlen und allem belegt werden. Das wurde in der technischen Kanzlei der Kultusgemeinde durchgeführt, wo ca. 60 Leute zum Schluss gearbeitet haben. Bis 1941 war irgendwie noch möglich eine Auswanderung, ja? Ja. Aus dem damaligen Protektorat. Ja. Inwiefern ist es aus Bringelungen, diese Auswanderung abzuschließen und inwiefern... Es sind ziemlich viele ausgewandert. War Maccabi darin irgendwie... Es war nicht der Maccabi, sondern individuell. Jeder, der ein Zertifikat bekommen konnte, in irgendeiner Form, zum Beispiel meine beiden Söhne habe ich nach Palästina gebracht, obwohl mir der Oberlandrat, als ich ihn gesagt habe, als Inhaber eines größeren Betriebes, der unter Treuhandverwaltung sofort gestellt wurde, und wo der Treuhand erklärt hat, er kenne sich in dem Betrieb nicht aus, er kann ohne den Juden den Betrieb nicht führen, darauf wurde ich vom Oberlandrat als WW, wirtschaftlich wichtiger Jude, bestimmt. Und meine Auswanderungsansuchen ist abgelehnt worden, bis mir der Treuhänder die Bewilligung dazu gibt, der die Bewilligung nie gegeben hat. So habe ich
meine Familie, weggeschickt auf das Zertifikat, das ich gehabt habe, und wollte, habe mir das Teilzertifikat bereitgestellt, damit ich im richtigen Moment, wo ich frei wäre, auch nachkommen kann, leider ist es nicht gekommen. So bin ich dort geblieben, und nachdem ich nicht auswandern konnte, weil mir das nicht bewilligt hat, und ich den Betrieb, mich aus dem Betrieb immer mehr und mehr zurückgezogen habe und es immer mehr und mehr meinem sogenannten Treuhänder übergeben habe, habe ich mit der Kultusgemeinde geblieben. Ja, jetzt also sind Sie nach Theresienstadt gekommen? Nein. Ich muss weitergehen. Wie ich Ihnen gesagt habe, hat die Tätigkeit in Maccabi hat aufgehört? Nein. Ja, offiziell? Ja, offiziell wurde sie aufgehört. Ja. Aber wir haben intern untereinander gearbeitet. Ja. Wie ich gesagt habe, die ganzen Hilfsdienste für die Transporte wurden von den jungen Maccabi geleitet und durchgeführt. Als der erste Transport weggeschickt wurde, habe ich den Transport müssen organisieren. Ja. Als technischer Leiter der Kultusgemeinde in Deutschland war es sehr einfach, weil sie haben Direktiven rausgegeben, 1000 Leute müssen gestellt sein und so weiter. Ja. Und wir mussten die Sache organisieren, bis zur Abfertigung des Zuges. Und es war in Brünn der Kommandant war der Obersturmführer Burger gewesen. Mhm. Ein Riesenlacker, und als ich ihm dann gemeldet habe, der Transport ist in den Waggons, es ist alles fertig, bekam ich von ihm und dann mit der Wittler eine Scheißorganisation, das derartige Frass, dass ich auf der Erde am Bahnsteig und von meinen Mitarbeitern mit ihr weggeschleppt. Es ist ein zweiter auch mitgeschlagen worden, der hat weniger viel bekommen, der auch mitgearbeitet hat. Der hat sich sofort von der Arbeit als großer Held zurückgezogen. Ich habe weiter ausgehalten und habe gesagt, mein Platz ist da, ich muss ihm nun helfen. Ich muss nun eine persönliche Sache einschalten. So habe ich geleitet den ersten, zweiten, dritten, vierten Transport. Ich habe weggeklärt. Ich habe bei der Durchführung des ersten Transportes die Möglichkeit gesehen, wie man den Leuten eventuell Geld, Gold, Schmuckstücke, die man ihnen doch wegnimmt, sicherstellen kann und sie den Leuten in den Transport hineinschmuggeln kann. Weil ich hatte zu dem Auftrag, das Gepäck der einzelnen Leute, die nach der Revision und nach allem, was die Deutschen da gemacht haben und so weiter, in den Zug zu bringen und auf die nummerierten Plätze des betreffenden Mannes oben zu verstauen. Und bei dieser Gelegenheit hatte ich die Möglichkeit, in den Rucksack etwas hineinzustecken und so weiter, in den hineinzustecken. Und habe mir vor allem von vertrauenswürdigen Leuten, die noch nicht alles abgeführt haben, Geld geben lassen und habe mir geben lassen Gold, habe mir Schmuckchen und habe das mit vieler bei jedem Transport, ca. 15, 20 Personen mehr kurz vertrauen. Ja. Hinein in ihr Gepäck verstellt, damit sie es, wenn sie, wo sie hinkommen, in die erste Transportlinie mitgegangen nach Theresienstadt. Damit sie ihr Geld verspeisen kann. Und das hat sich unter den Juden langsam doch ein bisschen herumgesprochen und ich habe ziemlich viele Anträge bekommen. Bis ich beim vierten Transport, also es hat im Brünn geheißen, solange der Drucker nicht auf der Erde liegt am Bahnsteig, kann kein Transport. Der Druck ist bei jedem Transport gerade aufgeschlagen worden von dem Herrn Burger. Und nach dem vierten Transport wurde ich plötzlich mit vier anderen meiner Mitarbeiter verhaftet. Von der Gestapo. Und man hat mir Sabotage der Anordnungen vorgeworfen. Und ich wurde gebracht. Erst am Spielberg, war am Spielberg ca. 8 Tage gewesen. Dort. Dann sind wir nach das war im Dezember 1941. Ja? Von dort bin ich Podcastani gekommen und von Podcastani bin ich jeden Tag abgeholt worden zu verhören. Und wurde dann, wie war das da, wo ich in Einzelhaft gesetzt worden bin, das war nicht Podcastani mehr gewesen. Im Kaulitz. Im
musikalische Kollege bin ich hier in, bin ich dann in Einzelhaft gekommen, gefroren wie ein Hund, nicht geheizt geworden und so weiter. Und eine schöne, so bin ich verhaftet gewesen von März, von Dezember, Anfang Dezember, circa 4 Monate. Man hat mit mir Protokolle aufgenommen, man hat alles mögliche von mir wissen, ich habe mir etwas, man wollte wissen, meine Mitarbeiter, man hat mir das und das, man hat mir Sachen gesagt, die wahr waren, die ich aber abgestritten habe, selbstverständlich. Und bis ich eine schöne, im März 1942, mitten in der Nacht abgeholt wurde, ich habe meine Zivilkleider zugeworfen bekommen, ich soll mich anziehen. Und wir waren alle der Ansicht, es geht entweder nach Dachau oder nach Buchenwalde oder die Brüder sind meistens gegangen nach Österreich in das Bauthaus. Ja. Wir sind da, alle vier haben wir uns getroffen, alle vier, die wir da verhaftet waren, haben uns getroffen in dem sogenannten grünen Auto, Anton, in dem Auto, das die Gestapo abgeführt hat, die Leute. Und wir sind weggeführt worden in der Nacht. Und auf einmal waren wir am Bahnhof und am Bahnhof steht, wie wir gesehen haben, im Nebengleis ein vollkommen ausgefertigter Transport. Man übergibt uns vier den Schupo-Leuten, die den Transport begleitet haben. Es hat nicht das S begleitet, sondern Schupo hat die Transporte begleitet. Deutsche Schutzpolizei. Und ich muss sagen, die Leute, die mich übernommen haben, waren bei der Zeit, sie haben ziemlich besoffen gewesen alle. Sie haben allen den Juden, alles, was sie noch eventuell an Trinkbarem mitgenommen gehabt haben und so weiter, weggenommen und haben sich in einem ziemlich besoffenen Zustand gewesen. Wir sind alle vier nicht in den Transport, sondern in den ersten Waggon, den Personenwaggon, der in zweiter und dritter Klasse, war in die dritte Klasse hineingekommen, zugesperrt worden. Und es war Auftrag gewesen, uns nach Terezin kleine Feste. Das haben wir gehört, diesen Auftrag hat der Schupo-Offizier, der dort war, bekommen. Während der Nacht des Transportes, die haben fort und fort gesoffen, die Super-Schupo-Leute. Der Wagen, das Auto, das ist gefahren, die Leute sind total besoffen gewesen und es ist gelungen, einen Burschen von uns, von innen die Tür aufzumachen. Die verschlossene Tür. Es hat die Möglichkeit gegeben, man konnte die Tür aufmachen. Wir sind langsam in den Gang hinein, haben gesehen, die Leute, die 5 oder 6 Leute schnarchen in der zweiten Klasse. Wir haben sie gerüttelt. Es hat sich niemand gerührt, sie waren total besoffen gewesen. Und so sind wir in den Transport hineingegangen, durch den Durchgangswagen, die da war. Ja. In den Transporter, dann in einem großen Hallo empfangen worden sind. Der eine ist dort versteckt worden, der andere ist dort versteckt worden. Und wir haben gewartet, die Herren Schupo werden darauf kommen, dass wir ihnen durchgegangen sind und werden uns suchen. Es ist niemandem eingefallen, wenn der Transporter uns zu suchen. Und so sind wir statt nach kleine Festung ins Ghetto direkt. Ja. Das wollte ich fragen. Nun, jetzt waren Sie in Theresienstadt. Was war Ihre? In Theresienstadt wurde ich sofort als prominent erklärt, selbstverständlich. Wurde die ersten Wochen durfte ich mich überhaupt nicht zeigen. Weil der Edelstein, Jakob Edelstein, der doch der Judenälteste in Wien war, mit dem ich sehr gut auch befreundet war, aus meiner zionistischen Tätigkeit her, gefürchtet habe, dass man mich speziell, da ich bekannt war, wenn man mich sehen würde, wenn irgendein SS-Mann mich sehen würde oder dergleichen, dass man das die ganze Sache wiederum auffliegen könnte. Nachdem 6 Wochen vorüber war und sich niemand um uns gekümmert hat, ist die Situation anders geworden. Ich habe in der technischen Abteilung gearbeitet. In Theresienstadt. Am Bauhof gearbeitet, wie man sagt, auch gearbeitet in Theresienstadt, wo wir alles Selbstverwaltung, alles selber machen müssten und habe kontrolliert Arbeiten, die durchgeführt werden müssen. Es müssen doch die Häuser, jeder einzelne Haus freigefallen, muss doch für Aufnahme der Sanatoriumsgäste, denn die Leute haben doch allen gesagt, die SS führen sie in ein Sanatorium. Musste auch vorbereitet werden und das war all meine Arbeit. Und die Maccabi. Moment. Bis die Sache hat so gedauert, wir haben dann mit Einvernehmen mit dem Jakob Edelstein einen sogenannten Huktzioni
in Theresienstadt geschaffen, ja. Weil die Tschechen wollten einen Kuck-Tschechi haben, ja? Ja, ja. Haben wir auch, und der Erichsen hat das bei der Kommandatur durchgesetzt, dass man den Leuten Kulturarbeit geben muss, Vorträge leisten muss, damit sie nicht ganz herunterkommen etc. Und wir haben, da haben wir einen Kuck-Tschechi geschaffen, das Leiter. Jakob Edelstein sagt, ich kann das als Judenältester, die Leute des Judenältestenrates wollten sich nicht so weit exponieren. Denn sie haben gesagt, wenn da etwas schief geht oder gleiches, so fliegt der ganze Ältestenrat auf. Ja. Das wollte ich kurz und gut, ich habe das organisiert. Und wie hat mein Sekretär geheißen, Hanko, der hier war? Der Installator, der Ingenieurinstallator. Nein. Er ist in Achter ist er gewesen. Der Frost, Ingenieur Frost. Ein Ingenieur Frost von Prager Maccabi, ja, wurde mein Sekretär und wir haben jede 14 Tage irgendeinen Vortrag gehalten. Wir haben mit der Jugend auch sogar kleine Theaterstücke aufgeführt, ja, etc. Wir haben alles im zionistischen Sinne, haben jede Sache natürlich anmelden müssen, der Kommandatur, haben vorlegen müssen, den beiläufigen Inhalt jedes Vortrages und so weiter. Es wurde genehmigt und dann wurde der Vortrag gehalten. Und so wurde der Zionie durch die ganzen Jahre hindurch als, sagen wir, als eine geistige Stärkung, für die Juden, ja, ja. Bis im Juni, glaube ich, 1942, also circa 4 Monate, nachdem ich dort war, Transporte aus Wien gekommen sind, unter ihnen auch als einer der ersten der Ingenieur Robert Stricker. Haben Sie von dem schon was gehört? Ja. Der war der Führer der Juden dort, er war ein Revisionist gewesen und es war dem Jaike Edelstein gesagt worden, schon bei der Kommandatur, wenn Stricker herkommt, so gehört er dem Ältestenrat, ja, an. Jaike Edelstein war ein Mensch des Hechaluts gewesen. Ein Mensch der Mapai. Und er hat sich mit Stricker schon in früheren Jahren nie gut vertragen. Und wie Stricker gekommen ist, hat er es nicht übers Herz gebracht, trotz aller Deiges und aller Not, die wir gehabt haben, ja? Den Herrn Stricker begrüßen zu gehen nach Bolschowice, wo der Transport angekommen ist. Und hat gesagt, dem Drucker kennst du hier, du kennst doch, wie ich weiß, den Stricker. Sag ich, ja, sehr gut, ich bin sogar vor früher, sag ich, bitte geh und empfange ihn und führe ihn separat, nicht im Rahmen des Transportes, sondern bring ihn separat rein. Er ist Ältestenrat, er bekommt, wir haben dieses Zimmer vorbereitet für ihn etc. Und sei ihm zur Hand. Ja. So habe ich den Stricker ins Ghetto gebracht von Theresienstadt und wurde mit ihm, sagen wir, seit dieser Zeit eng befreundet, obwohl der Mann, ich weiß nicht wie viel, 15 Jahre, 20 Jahre älter war ich damals. Stricker war damals ein hoher 60er, ich war damals 50 gewesen. Waren wir sehr eng befreundet gewesen und haben uns über verschiedene Probleme ausgesprochen. Er hat auch gesprochen im Rahmen des Kuck-Zionie, einige Vorträge gehalten. Und einen schönen Tag ist Stricker gekommen. Drucker, mir gefällt die Situation hier nicht. Die Deutschen sind im Stand, hier etwas mit uns aufzuführen. Wir müssen irgendeine Organisation schaffen zur Abwehr, wenn irgendetwas von uns ist. Leute hier. Und er selbst wiederum konnte er als Ältestenrat nicht offiziell in dieser Sache hervortreten. Und so haben wir eine Untergrundorganisation, eine streng geheime Untergrundorganisation aufgestellt, die sich wiederum von meiner Seite aus nur auf Maccabi-Leute gestützt hat. Ja. Ich kann Ihnen hier sagen, ich habe die Leute hier aufgeschrieben. Wir waren 10 Leute, ja, eigentlich in ganz, ja, der Riesenstadt, die Untergrundarbeit geleistet haben. Es war von Prager Maccabi waren Erwin Diamant, Vicky Mautner, Micky Kanner und Ingenieur Franz Weiß, vom Brünner Maccabi der Polder Spitz, der Josef Piscati, der Dr. Wexner,
der Heinz Schuster, Freddy Hirsch und dann noch von der Prag, der Franta Bobek. Und Sie? Und ich als Leiter der, ja, der ganzen. Ingenieur Franz Weiß, von dem ich Ihnen schon einmal erklärt habe, der danach von hier aus ausgewandert ist, auch ins Militär mit mir zusammen, gleichzeitig mit mir, von Therese, wir haben sehr viel dann gemeinsam im Weg gemacht, ist meine rechte Hand geworden bei der Sache. Er war ein sehr tüchtiger Elektriker. Und er hat es verstanden, in kurzer Zeit, aus zwei Diathermieapparaten, die wir für Benutzung in Krankenhäusern, ja, gehabt haben, einen Radioempfänger mit dem zu konstruieren, ja, und einen Kurzwellensender. So. So, dass unsere zionistische, dass unsere unsere Unterorganisation einen, vor allem das, was auch bei Todesstrafe verboten war, ein Radio zu besitzen, einen Radio-Kurzwellenempfänger gehabt hat, ja, den er konstruiert hat, der in der sogenannten Bäckerei, früher in Theresienstadt, wo auch das Lager der medizinischen Apparate und so weiter war, versteckt war. Und wir haben einen Dienst eingerichtet, dass wir jede Nacht abhörten von allen BBC, was aus London, ja, gemeldet wurde. So dass wir gegenüber der deutschen Unterrichtung, deutschen Mitteilungen, die sie uns auch nur gegeben haben, was ihnen gepasst haben, dass wir Unterrichter, wir hatten einen Dienst eingerichtet, es waren drei Leute, die diesen Abhördienst durchgeführt haben. Der Josef Piskati, der bei uns gehört hat, war in der Ghettowache beschäftigt, auch dort haben wir einige Maccabi-Leute hineingeschleust in die sogenannte Ghettowache. Es waren Komita doch dort und noch einige. Und die haben auf uns aufgepasst. Die haben immer in der Nähe der Bäckerei den Dienst bezogen, wenn wir abgehört haben. Und es war vereinbart, wenn irgendwie die Gefahr droht und so weiter, so werden sie mit ihrem Pfeiferl einen Pfiff abgeben, nach bestimmter Art, sodass wir gewarnt sind und so weiter. Und so hat Franz Weiß, der Micky Kanner vor allem und ich abwechselnd abgehört und haben dann unseren Ältestenrat, vor allem Jaike Edelstein und vor allem unseren, wenn ich so sagen soll, Spiritus Rector. Das kann man in Treblinka und in... Welcher Zeit ist das denn da? Das war 43. Der Jaike Edelstein hat das als Gräuelpropaganda getan. Er wollte es nicht glauben. Während der Stücke mir gesagt hat, alles traue ich Ihnen zu. Und wir dann auch von Auschwitz haben wir gehört, wir haben alle diese Nachrichten gehört. Wir haben auch gehört von den geschlagenen Schlachten, von der Landung der Amerikaner, von der Eingreifung der Amerikaner, von Rommel und so weiter. Ist Ihnen so bekannt, dass einer Häftling von Auschwitz, der früher in Theresienstadt war, eigentlich nicht nach Theresienstadt, dann hat er gesagt, jawohl, ja. Wie alles bekannt. Ja. Das ist aber erst gewesen im Jahre 1944. Anfang 1944 ist einer zurückgekommen, der weggegangen ist und hat den Leuten das auch bestätigt. Er wurde dann versteckt, er wurde unterirdisch gehalten, aber er ist scheinbar doch weg. Er ist doch dann später in den Transport wieder hineingekommen oder weggegangen. Was mit dem Mann geworden ist, ich weiß. Ich habe das aber nicht geglaubt, in der ich habe es geglaubt. Ja, aber die Verwaltung, die Verwaltung hat es damals nicht glauben wollen. Ja. Außer Stricker haben wir es nicht glauben wollen. Ich glaube, der Mann ist sogar verhaftet. Stricker? Nein, nicht Stricker. Das sind alle dann. Und zwar, ich habe großen, großen Verdacht. Aber ich kann ihn nicht. Wir hatten unter dem Ältesten, im Rahmen des Ältestenrates, einen Mann aus Wien, einen Rabbiner aus Wien. Ja. Das war der Rabbiner, Oberrabbiner sogar, Murmelstein. Murmelstein. Er war ebenfalls neben dem Stricke der zweite älteste Rat als Vertreter der österreichischen Juden. Er war der Juden-Älteste. Der Schluss ist der Juden-Älteste geworden. Ja, Eppstein ist der Juden-Älteste geworden.
das sind sie orientiert. Und der Mann hat viel genossen. Ja. Vor dem haben wir uns am meisten gefürchtet. Und der Mann hat auch von diesem Mann, er hat auch diesen Mann verhört und fürchte, er hat diesen Mann der Gestapo oder den Deutschen verraten. Und er wurde verraten. Hm? Ganz gut. Dann sind sowohl Epstein als auch Jankiew doch von ihm denunziert worden. Sowohl der Epstein ist, der Jankiew ist doch separat verhaftet worden, als Judenältester nach Auschwitz gebracht worden. Dort war mit seiner Familie, mit Epstein, ich weiß von seiner Erschießung. Ja, rief sie auch. Und der Epstein genau dasselbe. Ja. Alles, meiner Ansicht nach, ganz blöd von Nunnenstein. Man hat ihn gehasst, oder in Theresienstadt. Und was heißt denn gehasst? Er hat sich ausgewichen nach allen Regeln der Kunst. Ja, also das war die Tätigkeit der Maccabi. Ja, diese Untergrundbewegung des Abhörendes, dieses Abhörendienstes. Ja, noch weiter. Wir haben außerdem einen Plan ausgearbeitet. Sie wissen, Theresienstadt ist doch eine ehemalige Festung gewesen. Ja, ja. Hat doch ihre Kasematten gehabt und ihre diese Räume. Ja. Diese Räume wurden aufgezeichnet, es wurden Pläne angelegt bei uns von diesen Sachen und man hat aufgestellt, wo man, wenn etwas kommen sollte, die Kinder und die Frauen unterbringen kann und wie die Sache zu verteidigen. Wir haben auch Waffen bekommen. Wir sind in Verbindung getreten, das hat wieder Diamant gemacht, mit Gendarmerie. Wir haben aus der Gendarmerie, die der Theresienstadt bewacht hatte, bewacht ist ja von Gendarmerie durchgeführt, haben wir 3 oder 4 Odbojnici herausgefunden, die auch Untergrund gearbeitet haben, trotzdem sind sie dort gewesen. Und mit diesen haben wir Kontakt aufgenommen und sie haben uns Waffen verschafft, Revolver, Gewehre. Im Ganzen dürften wir gehabt haben, zum Schluss ca. 60 Stück. Wo war das aufgewahrt? Versteckt in allen möglichen Orten. Holz haben Sie gekannt? Hm? Holzer, in der Holzer, in der Feuerwache. Ja, hab ich sehr gut gekannt. War er auch? Nein. Wir haben nur verlässliche Waffen. Ja, schön. Hm? Ja. Der Holzer war am richtigen Ding. Ich meine, wir waren sehr, sehr vorsichtig gewesen. War zu gefährlich gewesen. Jeden Feind von uns hätte es gleich den Kopf kosten können, wir hätten aufgehängt. Ihr habt solche Verbindungen auf die Partisanengruppen oder Abwehrgruppen außerhalb der Regierungsstadt. Nur durch die Gendarmerie haben wir gewusst, ja, dass solche Gruppen arbeiten. Ja. Ja? Ja. Aber direkten Kontakt hatten wir mit diesen Gruppen keinen. Also das war, ja. Als wir abtransportiert, als dann auch wir abtransportiert wurden im Oktober 1945, sagte man uns doch, 44, sagte man uns, wir gehen ein neues Ghetto aufbauen. Daraufhin haben wir unsere diversen Apparate demontiert, zerlegt und haben sie unter diesen 10 Leuten, die hier sind und auch unter meiner Frau und noch ein verteilt. Jeder eine hat genommen, eine Spule, der andere das, weil wir geglaubt haben, wir werden das dann wiederum zusammenstellen. Da weiß GP, wenn wir in das neue Ghetto, in den Aufbau des neuen Ghettos kommen, werden wir die Sache zusammenstellen und werden dort wiederum, wir haben auch vorbereitet gehabt, wir haben auch schon mit unserem Sender Verbindung mit BBC gehabt, haben Verbindung gehabt, haben aber nur gesagt, wir werden uns melden im Falle der Not. Was wurde unter Not verstanden dabei? Was? Was wurde unter Not verstanden? Unter Not war, wir haben doch genau dann gewusst, was sich in Warschau getan hat. Also eine Liquidierung. Wenn eine Liquidierung stattfinden sollte, wenn wir irgendwelche Fliegerunterstützung oder sonst Unterstützung haben wollten, etc. Die Länder waren orientiert, dass wir 36.000 Menschen über den Stand wurden sie jeweils orientiert und so weiter. Ja. Also jetzt Auschwitz. Ja. Ich habe vor den Namen Heinz Schuster genannt. Ja. Heinz Schuster war in der Tschechoslowakei der Leiter des Maccabi Hatzair, aber gleichzeitig Mitglied des Echaluts. Ja.
Es war uns bekannt, dass auch der Herr Kalutz in Theresienstadt eine Art Untergrundbewegung organisiert hat. Aber wir wollten einer von den anderen nicht viel wissen. Je weniger man weiß, umso besser. Und Heinz Schuster war der Verbindungsmann zwischen uns und dem Herr Kalutz gewesen. Ja? Den Namen Fredi Hirsch werden Sie gehört haben. Ja? Guter Freund von mir. Guter Freund von mir. Ja. Den Sie gekannt. Ein Buch habe ich Ihnen geschrieben. Ja. Also, der war auch bei uns gewesen, ja. Etc. Er hat die Jugend. Das waren unsere Leute gewesen. Ich wollte nur sagen, wegen, damit Sie wissen, dass wir einen Verbindungsmann gehabt haben bei uns, den Heinz Schuster, zwischen uns und zwischen der Untergrundorganisation. Was hat der Kalutz gemacht? In was bestand kann ich Ihnen nicht. Ich kann Ihnen nicht sagen. Ich weiß nur, dass der Herr Kalutz vor allem sich zur Aufgabe gemacht hat, zu schützen alles, was möglich war, vor Transporten, was eventuell wehrfähig war und was... auch wir haben unsere Leute geschützt. Haben Sie etwas gewusst, denn von einer anderen Quelle, dass Holzer in dieser seiner Feuerwehr, ja, auch eine Abwehrorganisation gehabt hat, Waffen hatte und Radio abgehört hat und so weiter. Wurde etwas von diesem Hinblick an? Nein. Ja. Gut. Also, tak, kdy jste se dostal do Auschwitzu a jak jste Auschwitz? Já jsem v Auschwitz, my jsme šli 30. septembra 1944, jsme odjeli z Terezína. Jo. A první z 10 transportů. A přišli jsme 2. oktobra do na rampu do Auschwitz. Tam jsem měl na rampě jednu zajímavou, to je to taky zajímavou věc. Já jsem měl stále jeden dlouhý, ich habe einen langen Ledermantel getragen und drunter. Natürlich warm angezogen, aber ich habe scheinbar ganz gut ausgeschaut. Und wie man die Türen aufreißt in dem, hat das hat gemacht. Das ist Kanada. Ja, die Häftlinge. Aufräumungskommando, das ist Kanada. Und da reißt die Tür auf und ich stehe in der Tür und ein junger, starker, junger Bursch, ja, schaut mich an und sagt, er ruft mir, wie alt bist du? Ich sage ihm, 49. Ja. 40 bist du, verstehst? Ja. Ich habe nicht gewusst, was er von mir will. Ja. Und bin ausgestiegen und er ist weggelaufen, hat er ist weitergelaufen zum nächsten Waggon und so weiter, hat mir nichts mehr gesagt gehabt, etc. Wie wir dann zur Selektion kommen von Mengele und die erste, auf einmal ich stehe vor den S-Bahn dort, der fragt mich, wie alt bist du? Ja. Dieselben Worte, die mir der Junge gesagt hat, ist mir aufgegangen, eine Kerzenfabrik, wie man gesagt hat. Ja. Ich sage 40. Ja. Daraufhin sagt er, ich bin gegangen in die Arbeit. Der, wenn ich 49 gesagt habe, über 45 ist doch alles gegangen ins Gas. Ja. Also dieser Junge, dieser vielleicht 17-jährige, 16-, 17-jährige Junge, hat mir diese Form das Leben gerettet. Eines der kleinen Wunder meines Lebens, die viele mitgemacht haben. Dann sind wir in dem Lager gewesen, in dem Zigeunerlager, und nach ca. 6-7 Tagen kommt dieser Kende, ja? Otto Kende, und sagt, es wird aufgestellt werden, ein Baukommando. Woher, wie kannten den Kende noch? Ja, er war interessiert. War aus Frieden? Moment, es wird ein Baukommando aufgestellt. Ja. Und also, alle Jungen, alle unsere, meine Freunde wollten das Baukommando kommen und sind alle nicht gekommen. Leo, wie viel wiegt dein Ziegel, wie macht der Mörtel, wie macht man das? Ja. Ich habe während 3 Stunden einen Schnellkurs gegeben über Bausachen. Jeder wollte das Baukommando kommen. Richtig, circa Mittag treten wir an. Es kam der Obersturmführer, wie hat er geheißen? Er war noch Moll. Ja. Der Moll. Obersturmführer Moll und sagt, ich benötige 100 Mann für ein Baukommando. Wer
בלציק. Wer kann, wer vielleicht, wer ist ein Maurer, soll vortreten. Sind vorgetreten, wirklich ca. 6-7 ja. in Theresienstadt ausgebildete Maurer, die bei mir noch gearbeitet haben, am Bauhof und so weiter. Die Leute haben mir gesagt, Drucker, du musst auch austreten. Ja. Du kannst doch auch bauen, du hast es doch gelernt. Ich sage, ich melde mich nicht, ich will kein, ich lasse alles an mich herankommen, ich spiele nicht Schicksal. Ja. Wie der Moll, so die ganzen auch angetretenen, die angetretenen Baracken, angetreten, der Appell, wie er sagt, ja. vorbeigeht, auf einmal, ich bin erst rein, bekomme ich von rückwärts einen Stoß, ja. Ja. dass ich hinausfalle aus der normalen Reihe und direkt vor dem Moll. Und er schaut mich an, Saujut, was machst du? Sag ich ihm drauf, ich bin Ingenieur und Baumeister. Ja. Melde mich zum Bau. Was bist du, Ingenieur, Baumeister? Das werden wir gleich sehen. Zieht den Revolver ja. und stellt sich hinter mich und sagt, jetzt geh. Ja. Jetzt geh. Ja. Wenn du mich angelogen hast, ja. so geht die erste Kugel dir in den Kopf hinein. Ja. Ja? Und hat mich geführt ins Lager. Dort war im Lager drinnen ein Zeichen, ein Bau, ein Bauleitung. Bauleitung. Ja. Stimmt? Ja. Das hat geführt irgendein Feldwebel. Ja, noch nicht. Ich weiß nicht, ein deutscher Feldwebel. Ja. Ein deutscher. Ja, ja, deutscher. Hat Feldwebel. Und der Boll kommt mit mir hin und sagt, der Sario sagt, er ist Baumeister und Ingenieur. Überprüf mir das, ob ja. das stimmt. Ja. Wenn es stimmt, ich brauche so einen Menschen. Ja. Ja? Der geht und zieht mir Pläne heraus ja. aus dem Artikel und gibt mir einen Plan und sagt, was ist das? Ja. Sofort gesehen, das ist der Plan von unserer Baracke. Ja. Sag ich, das ist eine Baracke in der Form, wie wir wohnen, da ist der Feuerzeug ja. und so weiter. Das ist die Baracke, eine der Baracken, in denen wir hier ja. in ja. macht das gleich zu, hinter den zweiten heraus, ja. der zweite Plan. Und schaut ihn an und ich habe doch gesagt, das ist irgendein Speisesaal hier, oder ein Versammlungssaal, ich weiß nicht, ein großes Gebäude. Scheint ein Speisesaal zu sein, weil hier rückwärts eine Küche angeschlossen ja, ist. Ja. ja, also eine Küche. Macht auf, zu. Ja. Mit einem dritten Blick. Ja. Macht auf. Ich habe sofort gesehen, das Verbrennung. Ja, ja das Krematorium. Und ich schaue mir das an und sage, das sind irgendwelche Backöfen ja. oder Verbrennungsöfen, irgendwelche für den Großbetrieb eingerichtete Anlagen für das ja? ja. Für Krematorium. Für Verbrennen und so, für Verbrennen. Ich habe nicht Krematorium gesagt. Ja. Ich habe schon gewusst, was ich dort tue. Ich habe schon orientiert. Ich habe nur gesagt, es kann irgendeine Sache sein, ich habe einen Großpacken. Macht wiederum zu und sagt, er kann Pläne lesen, er scheint richtig zu sein, ja. sagt er dem Moll. Ja. Sagt er, steckt den Revolver ein ja. und sagt, also, du bist der erste Jude, der mich nicht angelogen hat. Ja. Du wirst mir das Baukommando zusammenstellen. Ich habe keine Zeit mehr. Ja. Schaut auf die Uhr, jetzt ist 1 Uhr. Um 4 Uhr komme ich und du wirst mir melden, 100 Mann Baukommando gestellt. Ja. So bin ich. So war die Karriere. So war die Karriere, meine Karriere in Auschwitz. Und ich habe mir die Leute zusammen, ich habe alle meine Freunde hineingegeben, etc., soweit ich konnte, alle Bekannten. Und habe wirklich die 100 Mann Baukommando zusammengestellt, habe um 4 Uhr gemeldet, Sturmführer Moll, ja. Baukommando 100 Mann gestellt. Ja. Sagte mir, gut, jetzt sind wir baden, alle diese ganzen Sachen gegangen. Und ja, dabei sagte mir, ich ernenne dich hiermit zum Kapo des Baukommandos. Mhm. Weitere Karriere. Weitere Karriere. Ja. Kapo des Baukommandos. Dann, so habe ich die weitere Karriere. So sind wir gekommen nach Gleiwitz 1. Ja, Gleiwitz 1. Ja. Gleiwitz 1 sind wir gekommen nach Transport. Dort hat man das Gleiwitz 1, das ist auch ein weiterer Transport, es ist nicht nur wir gegangen, 100 Mann, sondern nach Gleiwitz ist ein Transport gegangen von ca. 1000 Menschen. Weil die gearbeitet, wir haben gearbeitet bei den Reichsbahn aus. Zu welcher Zeit war das? Das war, wenn wir gleich sagen,
gegen Ende Oktober. Ja. Genau dazu kann ich sagen, Ende Oktober. Die Leute, ja? Also früher, aber wir sind gekommen am 2. Warte, wir sind am 2. Oktober angekommen, das muss gewesen sein um den 10. Oktober. Ja. Ja, um 10. Oktober. 7 Tage länger war ich nicht genau. Ja. Und dort hat man, wir haben gearbeitet, ein Gros der Leute hat gearbeitet bei den Reichsbahn-Ausbesserungswerkstätten in Leipzig. Ja. Züge geschoben, Waggons gerichtet, dort sind alle zerschossenen Lokomotiven und zerschossene Waggons, alle sind in diese Reichsbahn-Ausbesserungswerkstätten in Leipzig, ein Riesenbetrieb nebenbei, gekommen. Dort hab ich auch die ersten Tage gearbeitet, dann ist der Moll zu mir gekommen, wir wollen hier bauen eine neue Küche und einen Speisesaal. Ja. Schau dir das Terrain an, ich brauche einen Speisesaal für ca. 100 Leute und die entsprechende Küche dazu. Setz dich nieder und mach mir die Pläne. Ich habe bekommen ein kleines Zimmer dazu und so hat meine Karriere begonnen. Da habe ich mit dem Baukommando angefangen zu planieren, den Boden zu planieren. Ein Dreck ist es gewesen, Bootswahllaute gewesen. Und die Arbeiten sind zu langsam gegangen. Kurz und gut. Du treibst die Leute nicht an. Die Leute müssen, du musst, das ist keine Arbeit. Bis er mir dann gesagt hat, er gibt mir einen, als Oberkapo, der eigentlich, ich bin der Technische, die technische Arbeit, und er gibt mir einen Oberkapo, der die, der Oberkapo war mit dem grünen Winkel. Hm? Ja. Du weißt, was das heißt. Ja. Ja? Hm? Das war es. Ja. Dem grünen Winkel. Ich muss sagen, auf die Leute war er wie ein Rass, aber mich hat er gebraucht. Er hat doch keinen Plan. Er hat nicht gewusst, auszustecken von hier bis daher. Er hat nicht gewusst, ich weiß nicht, ob er lesen kann, ein Messband. Verstehst du? Kurz und gut, mit mir hat er sich sehr gut gestellt, mir hat er gesteckt Butter und mir hat er gebracht alle möglichen Sachen. So, dass ich es besser gehabt habe wie die anderen. Und so habe ich im Rahmen, ich bin dann nach 14 Tagen, bin ich beim Appell degradiert worden als Kapo. Ja. Wegen Unfähigkeit der Behandlung von Leuten. Ja. Hat man mir das Kapo-Abzeichen heruntergerissen. Ja. Das war mir sehr recht gewesen. Ja. Aber ich bin für diesen Oberkapo noch immer die Person, die er gebraucht hat. Und auch wie ich nicht Kapo war, keine Zulagen mehr gehabt habe, habe ich von ihm bekommen Brote und alles. Ich konnte es aber auch nicht so viel habe ich bekommen. Habe ich weitergegeben. Wie lange hat das gedauert? Ich habe dann im Ende Dezember bin ich in den Krankenbau gekommen, weil ich bekommen habe eine Phlegmone. Ja. Gleibitz. In Gleibitz. Schon vorher wurde bei mir eine Operation durchgeführt. Ich habe einen riesen Zerrungen bekommen hier unter der Achsel. Und ich wurde auf den Krankenbau gelegt. Und auf dem Krankenbau war Pfleger, der später war, ein Dr. Levy, ein Holländer in Gleibitz. Und mit dem habe ich mich sehr angefreundet, am Krankenhaus. Mir wurde das mit einem gewöhnlichen Messer aufgeschnitten. Ich wollte nicht krank sein, weil mir gesagt wird, wenn man dir da mitgeht, gehst du sofort wieder zurück und legst Transport nach Auschwitz in die Kammern. Ja. Also man hat es mir mit Klosettpapier, Zeitungspapier drüber gegeben und verbunden. Mit einem zerrissenen Hemd. Ja. Und so habe ich weitergearbeitet, obwohl ich habe zu schwer gearbeitet, aber mit mir ist hier der Eiter heruntergeronnen und das Blut heruntergeronnen über die Schenke, habe ich auch weitergearbeitet. Ich wurde nicht in den Krankenhaus. Erkrankt bin ich erst mit der Phlegmone gekommen, da konnte ich nicht mehr und habe dort auch bekommen eine Dysenterie. Der Dr. Levy, als ich dann gekommen bin, hat mir getrachtet die Dysenterie mit allen
zu verfügbaren Mittel, die er gehabt hat, mit Tanalbin, Kohle. Kohle, Tanalbin. Ja, das waren alle schwer zu bekommene Sachen, aber er hat mir die Sache so weit gerichtet und dann ist gekommen am 18. Jänner Auftrag zur Räumung des Lagers. Ja, der war Gott. Ja. Es ist eine Kommission gegangen, auch auf den Krankenbau, zu schauen, wer von dem Krankenbau transportfähig ist. Andere sind dort geblieben und man hat gesagt, okay, heißt nicht, was dort bleiben dann. Abgeschossen, dann liquidiert. Das hat mir der hat gesagt, Drucker, du gehst mit mir. Der Dr. Levy hat mir noch drei Talalbin gegeben und trotzdem ich fast auf den Füßen nicht stehen konnte, hat er sich mit eingehängt und ist mit mir gegangen. Die ganze Zeit. Bis nach Lotzlau. Drei Tage. Bis nach Blechhammer. Bis nach Blechhammer. Nach Blechhammer hat er mich effektiv mit zwei anderen am Rücken bereits. Ich habe ihn so, ich konnte nicht mehr gehen. Ich habe mir geronnen. In Blechhammer hat er gesagt,